Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcastes von den Sicherheitsphilosophen. Mein Name ist Florian Horn und mit mir zusammen sitzt hier mein Freund und langjähriger Kollege Raphael Held. Schönen guten Tag an die Gemeinde, die zuhört. Genau. Vielleicht kurz zur Erklärung, wer wir überhaupt sind. Weil es ist ja nicht alltäglich, dass jemand einen Podcast hochlädt, oder wahrscheinlich schon, aber man möchte ja im Hintergrund eigentlich immer wissen, wer sind die Leute, die da eigentlich was erzählen? Haben die überhaupt die notwendigen Einblicke und Erfahrungen in den entsprechenden Themen, die besprochen werden? Sicherheitsphilosophen, denke ich, gibt es ungefähr her, worum es hier gehen wird. Darum kurz zu meiner Person. Raphael Held, hatte mein Kollege Florian schon gesagt, und Freund, wie er schon so nett ausführte. Studiert habe ich Sicherheitsmanagement in Berlin, habe dann bei Zalando gearbeitet für 3,5 Jahre ungefähr und habe da Security Management gemacht, also Gebäudesicherung, Zutrittssysteme, habe die Kontakte zu den Behörden, zu den Sicherheitsbehörden unter mir gehabt, habe die Sicherheitsdienste begleitet und auf die aufgepasst und betreut, bin dann für 2 Jahre nach NRW gegangen zu Currenta, einer Tochterfirma der Bayer AG. Oder bis zum Stand heute noch eine Tochter der Bayer AG, denn denke, das wird hier nie Thema, aber die ist dabei, verkauft zu werden. Hab da Standortsicherung gemacht für die Werke Krefeld und Dormagen und bin dieses Jahr wieder zurückgegangen nach Berlin und arbeite inzwischen bei der Total Deutschland GmbH als Sicherheitsmanager für Deutschland. Dann will ich mich da gleich anschließen. Ich bin freiberuflicher Sicherheitsberater derzeit, habe noch einen Hauptjob, aber der ist an dieser Stelle, glaube ich, eher zweitrangig. Jetzt, Raphael wird gleich wieder lachen, weil er diesen Spruch sowas von liebt. Nein, Spaß beiseite. Ich sag's ganz gerne, ich bin Kind der Sicherheit. Ich habe mich vor über 10 Jahren inzwischen, und dort bin ich alt geworden, dafür entschieden, in die Sicherheitsbranche zu gehen, und habe wie er letztendlich auch mehrere Bereiche durch, angefangen von der privaten Sicherheitswirtschaft, das heißt klassisch Sicherheitsdienstleister, hochgearbeitet, relativ schnell sogar, meinen Bachelor gemacht in Sicherheitsmanagement, aus purer Langeweile noch meinen Master hinten dran gehangen und letztendlich, wie er es schon gesagt hat, wir kennen uns jetzt seit etwas mehr als 3 Jahren, knapp 3 Jahre, nämlich von Zalando, dort haben wir uns kennengelernt und letztendlich auch schätzen gelernt, das muss man ja auch dazu sagen. Wir schwimmen fachlich auf einer der gleichen Ebene. Sicherheit ist das, was bei uns im Blut drin steckt. Und vielleicht kann ich diese Anekdote mal kurz erzählen. Wir waren in Paris gewesen, jetzt dieses Jahr im April, letztendlich einfach städtetriptechnisch, um uns mal die Stadt anzugucken. Und wir sind nicht davon weggekommen, uns auch letztendlich den ganzen Tag irgendwie mit Sicherheit zu beschäftigen, wie Frankreich produziert wird. Wir sind den Straßenverkäufer hinterhergelaufen, um einfach mal zu gucken, wo die hin verschwinden, wenn die Polizei auftaucht. Wir haben geguckt, wie am Eiffelturm aussieht, welches Verständnis von Sicherheit auch nach den schweren Terroranschlägen, die Frankreich getroffen haben, dort auch anders läuft, und daraus letztendlich irgendwie diese Idee entstanden zu sagen, wir reden den ganzen Tag, wenn wir aufeinandertreffen, eigentlich von mehr oder weniger nichts anderes als von Sicherheit und Sicherheitsmanagement. Das wäre doch schade, und ich hoffe, unsere Zuhörer stimmen dem dann zu, nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten Folge, man braucht ja mal ein bisschen Anlauf, dass das eigentlich auch relativ wertvoll ist, wenn man das aufnimmt und auch letztendlich den anderen zur Verfügung, auch zur Diskussion zur Verfügung stellt. Genau, vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn wir zu Anfang dieses Podcasts einmal abstecken, was eigentlich unsere Zielsetzung ist, dass wir ja quasi vorhaben, einfach mal über Sicherheitsthemen zu sprechen, weil uns aufgefallen ist, das gibt's halt noch gar nicht so. Und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der sich das ganz gerne mal anhören würde, vielleicht auch aus einem Kreis, der sich viel mehr mit Sicherheit beschäftigt, nämlich quasi 8 Stunden täglich.
Wo vielleicht nicht nur sich selbst ernannte Experten aus irgendwelchen Nachrichtensendungen oder von irgendwelchen politischen engagierten Organisationen sich zu äußern, sondern einfach mal Leute, die wirklich aus der Wirtschaft kommen, was jetzt kein, was jetzt nicht als abwertend gegenüber den Experten gemeint sein soll. Aber es ist ja immer ein Unterschied, ob ich da jemanden habe, der über ein Thema referiert oder ob ich da jemanden habe, der in diesem Thema auch wirklich arbeitet, sich damit mehr oder weniger tagtäglich beschäftigt und vielleicht auch einen Hintergrund hat, der erklärt, warum er in diesem Bereich arbeitet. Und im Endeffekt, genau, es soll im Endeffekt dahin gehen, mal zu schauen, ob dieser Podcast angenommen wird, weil wir auch Lust hatten, halt mal was in die Richtung zu machen. Ich denke, das beste Beispiel, wo sich das halt unterscheidet, ist die wunderbare, viel diskutierte Videoüberwachung, wo viele Experten ja der Meinung sind, damit sei die Kriminalität quasi passé, um das mal runterzubrechen. Und ich denke, ich und Florian haben da die ähnliche Einstellung, dass das ein wunderbares Mittel ist, zwar um im Nachgang uns anzugucken, was denn passiert ist und vielleicht Verbrecher zu jagen, es aber im Endeffekt die Kriminalität an sich nicht aufhalten wird. Das ist quasi so, wenn man möchte, so der Kerngedanke, dass es halt Leute gibt, die gerne was sagen, wir das aber ganz gerne mal diskutieren und auch ein bisschen mehr beleuchten würden, statt einfach nur zu sagen, jo, das sieht gut aus oder nee, das passt irgendwie nicht so richtig. Und das ist so der Hintergrund für diesen Podcast. Das heißt, wir machen das nicht hauptberuflich, wir sind keine Influencer. Wenn es die eine oder andere Panne gibt oder vielleicht das nicht regelmäßig passiert, weil wir vielleicht noch irgendwas anderes zu tun haben, bitten wir im Vorfeld schon um Entschuldigung. Wir versuchen das auf einer regelmäßigen Basis abzuarbeiten, vor allen Dingen dann mit auch immer halbwegs aktuellen Themen. Das wird bei einer ja, Dauer von vielleicht alle 2 Wochen so ungefähr, wird das vielleicht ein bisschen schwieriger, dass man nicht immer die tagesaktuellen Themen hat, aber zumindest die aus der letzten Woche. Und genau, dann gucken wir einfach mal, wie das ankommt, wie das funktioniert, ob da der Markt für da ist, in Anführungszeichen. Und dann schauen wir mal, was man aus diesem Podcast alles noch machen kann. Ich würde sagen, das ist eine super Überleitung und ich habe auch schon das Dankeschön. erste Thema mitgebracht. Die Morgenpost titelte nämlich vergangene Woche und das ist ja auch so ein Thema, was mich schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Breitscheidplatz bleibt Forst eine Festung. Wer vielleicht nicht Berliner ist, als Deutscher sollte man das kennen. Aber ich hole einfach mal ganz kurz aus, was da war. Da gab es ja am 19. Dezember 2016 den, ich will jetzt nicht sagen, ersten Terroranschlag. Wir hatten ja diverse andere Ereignisse schon gehabt, aber derjenige, wo es tatsächlich da das Herz getroffen wurde und wo dann letztendlich auch 11 Besucher des Weihnachtsmarktes und 55 Besucher schwer verletzt, also 11 Besucher gestorben und 55 schwer verletzt wurden. Weil der islamistische Terrorist Anis Amri dort einen Sattelzug in die Menge steuerte auf dem Weihnachtsmarkt. Und da titelte die Morgenpost diese Woche oder letzte Woche: Breitscheidplatz bleibt vorerst eine Festung. Eigentlich sollten längst Planungen für eine dauerhafte Sicherheitslösung laufen. Anrainer beklagen mangelnde Kommunikation. Ich finde, das ist auf der einen Seite sehr sinnbildlich dafür, was dort letztendlich passiert. Müssen wir vielleicht mal beschreiben. Willst du das mal beschreiben? Wir haben es uns ja schon angeguckt vor Ort. Genau, das wollte ich gerade noch sagen, bevor du jetzt voll ins Thema einsteigst, sollten wir vielleicht kurz mal erklären, was die jetzt auf dem Breitscheidplatz gemacht haben, für alle Nicht-Berliner. Und zwar wurde rund um den Breitscheidplatz, das ist ja dieser Platz an der Gedächtniskirche, für alle, für die das vielleicht noch nicht ganz so offensichtlich war, wurden, ich sag mal, Sperren aufgestellt, um zu verhindern, dass ja, Fahrzeuge auf diesem Platz drauffahren können, so wie das damals bei dem Fall Anis Amri der Fall war, beziehungsweise die verhindern sollen, dass halt Leute oder dass Personen mit Fahrzeugen irgendwelche Schäden an Fußgängern oder an Aufbauten, die da stehen, anrichten können. Und dafür sind diese Sperren gebaut worden, diese oder aufgestellt worden. Diese Sperren sind an sich erstmal eine mobile Lösung. Die können durch, ich glaube, Gabelstapler, wenn ich mich nicht ganz irre, können die Ja. verrückt werden, beziehungsweise abgebaut werden. Die äußern sich im Endeffekt so, man hat, ja, ich sag mal, ähnlich wie man vielleicht von modernen Dämmen es kennt, oder von, nicht von Dämmen, sondern doch von Dämmen, es kennt, die sind auf den Seiten, die laufen quasi so ein bisschen spitz zu, also haben quasi eine Erhöhung und obendrauf stehen, ja, im Endeffekt Säulen, die, boah,
Die genaue Höhe kenne ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt mal gesagt, so circa 1,40, 1,50 hoch sind. So dass man wenn man sich quasi daneben stellt, am höchsten Punkt, hat man einen Insgesamtaufbau von vielleicht 1,60, 1,70 Höhe. Sieht quasi so aus, dass das auch farblich entsprechend gekennzeichnet wurde durch rot-weiße ja, Aufkleber. Die Überlaufflächen sind angeraut, damit man halt auch nicht wegrutscht, die auch nochmal gelb-schwarz markiert wurden. Und diese Dinger sollen quasi verhindern, dass Fahrzeuge jeglicher Art, jetzt mal von Motorrädern oder von zweirädrigen Kraftfahrzeugen und Fahrrädern abgesehen, auf diesem Platz auffahren können und durch diese Dinger gestoppt werden sollen. So viel zu der Erklärung vielleicht, Genau, wie die ergänzend aussehen. vielleicht dazu noch, es gibt ja dann noch diese, ich weiß gar nicht, womit die gefüllt sind, diese, ich würde sagen, Metallkisten oder Metallboxen, die an den Zufahrten oder an den Seiten sind, wo bereits sowieso Poller Ach ja, von stimmt. vornherein sind, bisschen überdeckt, man muss dazu sagen, auch ein bisschen angerostet, ein bisschen demoliert, wir haben es uns angeguckt. Und die versuchen dann, ich will jetzt mal sagen, die Flanken zu schützen, um praktisch Fahrzeuge dort auch von der Seite die Kraft zu nehmen oder überhaupt zu stoppen. Aber Genau, um das wie vielleicht kurz ein gesagt, bisschen zu konkretisieren, diese Sperren, von denen ich gerade gesprochen habe, die stehen quasi breitscheidplatzmäßig auf der Seite Kantstraße, Ecke Budapester Straße. Also da sind die hauptsächlich aufgebaut und die Sperren, von denen Florian gerade sprach, die sind auf der Seite Kurfürstendamm aufgebaut und ich bin der Meinung, die waren auch nicht so hoch. Die kamen, glaube ich, auf, weiß nicht, 1,30, 1,40 in der Höhe Maximum. genau. Und was mich halt total stört an diesem Thema, sage ich dir auch ganz ehrlich, es ist sicherlich alles ein Teil der Politik. Dort ist ein Terroranschlag passiert, dort Berlin getroffen worden, da ist Deutschland getroffen worden, das erste Mal tatsächlich in einem Umfang, der sehr drastisch war, im Gegensatz zu den vorangegangenen Versuchen beziehungsweise tatsächlich innerdeutsch auch stattgefundenen Anschlägen. Und das Einzige, worüber man jetzt diskutiert, ist, dass sich die Anrainer, sprich im Wesentlichen eigentlich Geschäftshäuser, Hoteliers oder diejenigen, die sich dort eine teure Eigentumswohnung gekauft haben, darüber besprechen, dass dieses Provisorium hübsch ist, nicht ansehnlich ist und letztendlich ja schon längst durch eine feste Installation ja, beseitigt werden sollte. Und das ist wirklich was, wo es mich echt ärgert, weil es spricht keiner darüber, so wie Raphael es eben letztendlich auch schon mit einem Nebensatz angesagt hat, dass jetzt letztendlich ein Ort von, weiß ich nicht, wie viel Tausenden, die in Berlin stattfinden, und ich will jetzt auch gar nicht auf die Weihnachtssaison wieder zu sprechen kommen, wo es darum geht, dass wir, weiß ich nicht, 200, 300 Weihnachtsmärkte in ganz Berlin haben, wo jetzt eine einzige Maßnahme, nämlich am Breitscheidplatz, getroffen wurde, gegen ein einziges Angriffsziel. Das darf man ja eben letztendlich auch nicht vergessen, nämlich mit Auto oder mit LKW. Und gar nicht das, was letztendlich auch andere Angriffsmöglichkeiten, die ja nicht nur wahrscheinlich in der Zukunft sind, sondern die ja tatsächlich stattgefunden haben. Ich erinnere an Brüssel, wo ein Attentäter mit einer Waffe geschossen hat. Ich erinnere an die zahllosen Messerangriffe. Gegen die hat man mit einer sehr, sehr teuren Maßnahme sich überhaupt gar nicht gerüstet, also mal wieder überhaupt nichts ein ganz einheitliches Konzept gehabt. Und das hat sich ja letztendlich auch bewiesen. Es gibt von Spree Picture, ich werde die ganzen Artikel, über die wir jetzt hier sprechen, auch nochmal verlinken dann nachher. Ein sehr, sehr tolles Bild, wo es dann in der vergangenen Woche tatsächlich da gezeigt wird, wie ein Polizeibeamter in einem aus einem Entschärferteam in einem dieser, ich weiß, wie heißen die, Raphael, sprengstoffgeschützten, explosionsgeschützten Anzügen? Ach, die Dinger, ja, den genauen Namen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber das sind quasi die Kampfmittelräumer, was du da meinst. Genau. Diese Kampfmittelräumer, Schutzanzüge. Ich such's mal Richtig. raus, erzähl du mal weiter, ich werf gleich Genau. ein.
vor diesen Pollern steht, die wir gerade beschrieben haben. Also dieses Bild müsst ihr euch echt angucken, weil gegen 10:50 Uhr dort am Breitscheidplatz, genau dieser Bereich, der geschützt werden sollte, ein herrenloser Koffer gefunden wurde, der, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar nachher eher gesprengt werden musste. Und wir haben in unserer Gesellschaft, selbst in der Innenpolitik Berlin, keinen Aufschrei darüber, was dort das eine Maßnahme, die dort die Geschäftstreibenden stört, die den Besucher stört, weil es geschandet ist, und jeden, der vielleicht mit einem kleinen bisschen logischem Menschenverstand daran geht, sagt, dass dort nur LKWs und Autos aufgehalten werden, aber wir null daran sind, dabei sind, uns damit zu beschäftigen, wie wir diesem ganzen Thema ganzheitlich entgegen. Die heißen übrigens Bombenschutzanzüge und nur so ein kleiner Funfact nebenan, die sollen in kompletter Ausrüstung so rund 35 Kilo wiegen. Also da schleppt man schon ein gutes Zusatzgewicht mit seinem eigenen Gewicht rum. Ich würde ganz gerne nochmal kurz eine Minute zurückspringen zu dem, was du gesagt hast. Die Anrainer beschweren sich ja über diese provisorischen Sperren, sage ich mal. So wie ich das verstehe, geht es aber in erster Linie um diese wunderschönen designten Sperren, die ich vorhin beschrieben habe, die quasi auf der Seite Budapester Straße stehen. Denn wenn man sich die auf dem Kurfürstendamm anguckt, bin ich der Meinung, rein, na gut, die werden keinen Designpreis gewinnen, darüber brauchen wir, denke ich, nicht diskutieren. Aber ich finde, rein von der Optik sind die auf der Seite Kurfürstendamm, kann man die durchaus so stehen lassen. Also jetzt rein vom Aussehen, weil sie sich in meinen Augen, sie sind relativ dezent. Sie verschandeln in Anführungszeichen das Stadtbild nicht. Gut, jetzt ne, kann man wieder darüber diskutieren, das ist eine Straße und da brauchen wir jetzt keine Mauer, die Leute davon abhält, irgendwo drauf zu fahren. Zumindest ist das meine Meinung. Von daher keine Frage, ohne wird es wahrscheinlich noch besser aussehen, weil so war das damals städtebautechnisch auch gedacht. Aber ich finde, die sind noch annehmlicher und kann man eher noch verkraften als diese, ja. Diese Stelen, die wir jetzt quasi auf der Budapester Straße stehen haben, ob diese Vierecke, die auf dem Kurfürstendamm stehen, ob die es jetzt wirklich in Anführungszeichen im Ernstfall wirklich bringen, ist jetzt wieder eine andere Frage. Als wir uns die angeguckt haben, haben wir darüber ja auch diskutiert. Und wir sind zu der Meinung gekommen, dass die nicht viel bringen werden, wenn da jemand Lust hat, da reinzufahren, weil die dann einfach entweder weggeschleudert werden oder per se an sich erstmal versagen werden, was wir darauf zurückgeführt haben, dass einige dieser, das sind quasi ja wie Metallkäfige, wie du es schon gesagt hattest, und einige dieser Metallkäfige schon unglaublich verbogen waren. Also die waren eingedellt, als wenn jemand draufgesprungen ist, als wenn jemand was draufgeschmissen hat. Und wenn, ich sag mal, eine geringe Krafteinwirkung schon dazu führt, dass die Dinger sich derart verformen, und die dann nur mittels einer Metallstange gesichert werden, damit sie im Verbund bleiben, wage ich es stark zu bezweifeln, dass diese eine Metallstange, die dann nicht mal komplett durchgehend ist, sondern Verbindungspunkte hat, wirklich ein Fahrzeug aufhält, das damit, ich sag mal, 60, 70, 80 Sachen reinkrachen will. Und wenn man sich auf Google Maps, die Möglichkeit haben wir heutzutage ja wunderbarerweise, das einfach mal anguckt, hat man, um den Leuten einfach mal ein Sinnbild zu geben. Man sieht es auf Google Maps leider nicht, weil die Bilder auf Google Maps noch älter sind. Aber man könnte theoretisch, wenn man es denn vorhat, über die Rankestraße quasi auf die T-Kreuzung Kurfürstendamm-Tauentzienstraße einfahren. Da ständen auch solche Sperren und man hätte durchaus den Weg und auch den Beschleunigungsweg, um ein Fahrzeug auf die entsprechende Hochgeschwindigkeit zu beschleunigen, um dann da auch mit 60, 70, 80 Sachen reinzukrachen, bevor es jetzt Leute gibt, die zuhören und sagen, ja, das ist ja Wahnsinn auf dem Kurfürstendamm, da kann man gar nicht so schnell werden. Doch, kann man. Von Ich daher, erinnere nur an die ne? Todesfahrt von dem einen Raser, wo er nachts doch den einen da mitgenommen hat. Also die Beschleunigung ist da gut möglich. Aber Ja, jetzt mal genau. so die grundsätzliche Frage. Jetzt versetz dich doch mal in die Position eines Attentäters. Würdest du am Breitscheidplatz wieder einen Anschlag begehen? Das käme drauf an, muss ich ehrlich zugeben. So grundsätzlich im normalen Anführungszeichen Tagesgeschäft oder am ganz normalen Tag würde ich das wahrscheinlich nicht tun, weil ich der Meinung bin, dass
Gebiet Kurfürstendamm, so würde ich das ganze Gebiet jetzt einfach mal nennen. Das ist ja eine Einkaufsmeile in Berlin, keine Frage. Aber ich bin der Meinung, dieses ganze Gebiet ist viel zu weitläufig und der Breitscheidplatz an sich ist zu groß und zu stark bebaut, um da wirklich eine große Masse an Menschen zu treffen. Da würde ich eher in andere Regionen gehen. Und da bietet sich dann in meinen Augen ein Potsdamer Platz an. Da bietet sich ein Alexanderplatz noch viel besser an. Der ist zwar inzwischen rundum bebaut worden. Klar, dass ich nicht mehr so einfach raufkomme, aber anhand von Polizeifahrzeugen, von der Stadtreinigung und auch von Feuerwehrfahrzeugen sieht man, dass man auf diesem Platz noch gut draufkommt. Und wenn ich auf diesem Platz auffahren will, habe ich immer Personenbewegung vor mir. Das heißt, ich kann jedes Mal, egal von welcher Seite ich diesen Platz anfahre, habe ich quasi mein Ziel, sofern es mein Ziel ist, Menschen zu schädigen, habe ich das ja schon nur mit dem Auffahren auf den Alexanderplatz geschafft. Also ich komme ja nicht drum rum, auf diesem Platz aufzufahren, ohne dabei an Menschen vorbei zu müssen. Und das sieht man, wenn man sich einfach mal an irgendeine Ecke vom Alexanderplatz stellt und einfach mal ein bisschen wartet, sieht man das schon, wenn eine Tram kommt. Die Tram fährt quer über den Alexanderplatz, also die Straßenbahn, für alle, die den Begriff Tram nicht kennen, fährt quer über den Alexanderplatz und muss des Öfteren ihre Hupe bzw. ihre Glocke einsetzen, damit sie nicht Leute anfährt, wenn die Polizei aus ihrer Direktion bzw. aus ihrem Polizeirevier, das nicht weit entfernt ist, auf dem Platz auffährt, ist das das gleiche Bild. Die fahren sehr langsam, müssen aufpassen, dass sie Touristen oder Leute, die gerade nicht aufpassen, nicht anfahren. Und das kann man aus jeder Richtung beobachten. Somit bin ich der Meinung, ist der Alexanderplatz nach heutigem Standard und vor allen Dingen auch nach der Masse an Personen, die sich da bewegt, ein viel lukrativeres Ziel als ein Breitscheidplatz. Also warum gerade Ja, der und dann reden wir Breitscheidplatz? auch, Ja. dann reden wir auch nur von Angriffen mit Fahrzeugen, ne? Also Richtig, dann haben wir genau. noch gar nicht von Messer oder Waffen oder Brennstoffanschlägen oder ähnliches, was da machbar ist, gesprochen. Aber du sagst es halt so, ne? Breitscheidplatz ist jetzt das, was so sich eingebrannt hat, während am Alexanderplatz auch in der innerpolitischen Diskussion in Berlin eher das Thema Kriminalität Hotspot ist. Da denkt vielleicht gar keiner so wirklich, öffentlich zumindest, muss man ja auch immer dazu sagen, über Terrorismus nach, sondern da geht es um die reine Kriminalitätsbekämpfung, Drogenumschlagplatz, Gewaltverbrechen, Taschen- und Handgepäckdiebstahl, sowas halt da letztendlich. Und daher, also ich fand das ganz gut. Letzte Woche war der hessische Innenminister Peter Beuth. Der ist mal nach London gefahren. Und London, wir erinnern uns alle, hat ja letztendlich in jeder Form Terroranschläge hinter sich, ich will jetzt nicht sagen, alle Modi operandi umfassen, aber den größten Teil der Angriffsszenarien umfasst. Und der hat sich tatsächlich, ohne jetzt für ihn Werbung zu machen und für seine Partei Werbung zu machen, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr rationaler Ansatz, mal in eine Stadt zu fahren, um zu sagen, okay, diejenige, die damit gebeutelt ist, weil wir reden ja Gott sei Dank und auf Holz geklopft immer noch von Szenarien, die uns Gott sei Dank nur in einem eng begrenzten Umfang getroffen haben bisher. Und der hat sich tatsächlich in London mit diversen Politikern und eben auch mit dem MI5, dem Auslandsgeheimdienst der Briten, zusammengesetzt und hat sich mal darüber informiert, was für Maßnahmen für öffentliche Bereiche, für Plätze, Fußgängerzonen, also so ein bisschen diesen ganzheitlichen Ansatz sich mal angeschaut und vor allem auch wieder zurückgeschlagen den Bogen zum Breitscheidplatz und der Beschwerde der Anrainer, sich auch mal angeguckt, wie denn solche Schutzmaßnahmen auch möglicherweise in Anführungsstrichen versteckt werden, also sei es in Kunstwerken oder Sitzgelegenheiten oder ähnliches. Und der hat sich jetzt tatsächlich oder ist eingeladen worden vom MI5, tatsächlich Experten, ich denke mal, das werden das Innenministerium der Polizei sein, die nach London kommen sollen in der Zukunft, um sich dort mal vom MI5 schulen zu lassen, wie städtebauliche Schutzkonzepte des Nachrichtendienstes ansehen und der Polizei dort ausschauen. Und ich glaube, das ist, korrigier mich oder sag seine eigene Meinung dazu, aber ich glaube, das ist viel, viel sinnvoller als irgendwelche Schnellschläge gegen Ereignisse zu starten, die irgendwie stattgefunden haben.
Um dann praktisch die Bevölkerung ruhig zu stellen. Und das ist jetzt gar nicht hier im Sinne von Verschwörungstheorien und Populismus gemeint, aber der Bevölkerung zu erklären, dass subjektive Sicherheit nicht gleich objektive Sicherheit darstellt, ist, glaube ich, relativ schwierig, auch hinsichtlich des Vertrauens. Ja, lustigerweise, ich hatte einen Bekannter von mir und alle Leute, von denen ich erzähle, werden jetzt hier ab sofort Bekannte sein. Ein Bekannter von mir war letzte Woche in London, nur für einen Tagestrip, kommt aber auch aus dem, ich sag mal, weitläufigeren Sicherheitsbereich. Und der sagte auch, ja, also die Sicherheitslage in London oder die Sicherungslage, um das mal so zu nennen, in London ist eine ganz andere als in jetzt beispielsweise Berlin, weil er auch hier aus dem Berliner Raum kommt. Und er hat sich mal mit so einigen Polizisten dort unterhalten. Und damit sind jetzt nicht diese Bobbys gemeint, die man halt kennt, sondern wirklich spezialisiertere Einsatzkräfte, die halt auch entsprechend voll aufgerüstet sind, mit Maschinenpistole unterwegs sind und die quasi, ich sag mal, teilweise an wunden Punkten platziert worden sind oder stationiert worden sind, um einer möglichen Terrorgefahr möglichst schnell begegnen zu können. Und der hatte mit denen, wie gesagt, gesprochen und sich mal mit denen ausgetauscht und da sagten ihm die Polizisten auch, ja, dass diese Aufrüstung oder diese starke Präsenz von Polizeikräften in Touristengegenden beziehungsweise direkt in der Stadt an sich haben sie auch erst seitdem es diese Anschläge gab und seitdem diese Anschläge London so hart getroffen haben. Und ich denke, daraus resultiert auch, dass London, was Schutzmaßnahmen und Konzepte zur Sicherheit angeht, so weit voraus ist. Die sind, muss man einfach so sagen, gebeuteltes Tier oder ein getroffenes Kind, wie auch immer. Die haben sowas halt erlebt, die sind hart getroffen worden mit den Anschlägen in der U-Bahn, mit dem Anschlag auf den, ich glaube, es war nur ein Bus damals, dann noch mit den, ich glaube, es war ein Mann, der mit einer Machete einen Soldaten angegriffen hat. Das hatten die ja auch noch ich weiß jetzt nicht, ob es in Aufs London war. Parlament den Angriff nicht zu vergessen. Genau, dann noch den Angriff aufs Parlament. Die haben, was das angeht, sind die wesentlich sensibler geworden, weil sie einfach schon wesentlich mehr mitmachen mussten. Und ich glaube, genau das ist auch die Sache, warum wir das in Deutschland noch nicht so hart verfolgen. Ja, wir hatten den LKW-Fahrer Anis Amri, der den Breitscheidplatz in der Winterzeit quasi überfahren hat und auch da Menschenleben mitgenommen hat, um das mal so sachlich auszudrücken. Aber an sich ist die Gefährdungslage in Deutschland, um das mal so runterzubrechen, nicht die gleiche wie in Großbritannien oder vielleicht sogar in Amerika. Welche Gründe das jetzt hat, das ist eine ganz andere Thematik, die kann man Ich mit glaube, da Sicherheit, brauchen wir eine eigene Folge für. genau, die kann man mit Sicherheit nochmal komplett eigenständig beleuchten und diskutieren. Aber Fakt ist einfach, wir haben nicht die gleiche Sicherheitslage. Und mein Bekannter im Gespräch mit diesem Polizisten in Großbritannien oder in London, die sind dann auch zu dem Konsens gekommen, genau, also uns wurden erst Gelder freigegeben, nachdem diese Anschläge passiert sind. Und das wird in Deutschland genau das gleiche Thema sein. Also solange wie wir glücklicherweise davon verschont bleiben im größeren Ausmaß oder so, dass es ich sag mal, einen größeren Impact auf Deutschland oder auf einzelne Städte hat, mit sehr, sehr vielen Toten, mit, ich sag mal, einer großen Staatstrauer, um das mal so auszudrücken, werden wir diese Gelder nicht freigegeben bekommen, bin ich der Meinung. Und genauso lange werden wir, was Thema Sicherheit angeht, auch noch anderen Städten und anderen Ländern ziemlich hinterherrennen, was einfach daran liegt, Deutschland fühlt sich einfach sehr sicher. Ob das jetzt Ja, also berechtigt ich, ist, ist eine andere Frage. ist, also ich bin ja bei dir zu sagen, dass das sicherlich eine politische Erklärung ist, zu sagen, dass durch Schmerzen lernen. Aber dann hast du wieder so Punkte und man muss ja nicht nur am Breitscheidplatz bleiben. Der Berliner Kurier schrieb diese Woche, interessanterweise, Fun Fact an der Seite, vor der Bild-Zeitung. Also Berliner Kurier, ich will jetzt nicht sagen kleiner, aber glaube ich auch aus dem Springer Verlag kommt, über das neue Sicherheitskonzept für den Berliner Reichstag. So, und da soll laut Information ein 10 Meter breiter und 2,50 Meter tiefer Graben, der quer über den Platz der Republik, also das ist der Platz zwischen, einfach ausgedrückt, zwischen Kanzleramt und Reichstag mit der Wiese, dort, wo sich jetzt noch momentan Touristen aufhalten und
man im Sommer auch ganz gemütlich sitzen kann und eine schön politische Atmosphäre dort verspürt, inklusive Sicherheitszaun errichtet werden. Und da stelle ich mir dann halt auch immer wieder die Frage, warum? Also, gibt es Informationen, die, Zitat, ein Großteil der Bevölkerung, wenn sie zur veröffentlicht werden, zu Besorgnis verleiten würden? Oder ist das einfach Schnellschüsse bei rational? Ich bin ja dabei zu sagen, okay, damit müssen wir, glaube ich, überall leben, solange nichts passiert. Das kennen wir aus der Unternehmenssicherheit, genauso wie auch aus der Beratertätigkeit. Solange nichts passiert, ist die Welt ja schön und gut und Sicherheit doch eher zweitrangig. Aber auf der anderen Seite hast du dann teilweise wirklich auch so willst jetzt wirklich mal auch bewerten, so sinnlose Schnellschüsse. Warum braucht der Reichstag so etwas? Wer schon mal versucht hat, den Reichstag zu besuchen nach, ich glaube, am 11. September. Früher war das einfacher, aber danach war ich auch nicht mehr da. Das ist ein riesiges Prozedere. Man muss sich anmelden und ich glaube auch mit einer gewissen Vorlauffrist, Ja. dass gegebenenfalls deine Man muss sich, Namen geprüft werden können. wenn ich mich nicht Du. irre, du musst dich online anmelden, musst da schon deine Personaldaten, also aus deinem Ja. Personalausweis, angeben, musst dann entsprechend früher ankommen, damit man dich abseits des Reichstages nochmal kontrolliert und nochmal verifiziert, damit du dich dann anstellen kannst für eine Gepäck- und Personenkontrolle, damit du dann hoch zum Reichstag kannst. Ich war seitdem auch nicht mehr da. Ich bin aber der Meinung, die Sicherheitsmaßnahmen oben am Eingang haben sie auch nicht verändert. Also das würde bedeuten, du hättest dann zweimal Personengepäckkontrolle. Ja, unabhängig davon, aber warum brauchen wir denn jetzt einen 10 Meter breiten Graben? Also, was soll das abhalten, was jetzt passieren kann? Abgesehen davon, dass irgendwie vielleicht doch jemand sagt, ich fahre mit dem LKW gegen die Mauer des Reichstages und gucke, was dann passiert. Ja gut, aber dafür ist der Reichstag an sich zu massiv. Also ich glaube nicht, dass ein LKW, der aus welcher Richtung auch immer, in den Reichstag fährt, dann ganz großen Schaden anrichtet. Klar, man ist dann immer wieder vorsichtig, ne, und man muss dann Statik prüfen und hat man nicht gesehen. Keine Frage, ist ja auch vollkommen in Ordnung und auch vollkommen richtig. Aber ich glaube, das Gebäude an sich ist in Anführungszeichen relativ alt und ziemlich massiv gebaut worden. Ein LKW, der jetzt vom Brandenburger Tor aus von mir aus, weil es die beste Anfahrmöglichkeit in meinen Augen ist, darauf oder dagegen rasselt, wird keinen großen Schaden an dem Gebäude ausrichten und schon gar nicht Politiker, sofern das das Ziel ist, treffen, verletzen oder sonstiges. Ich bin der Meinung, auch die Maßnahmen, die man jetzt ergriffen hat, im Endeffekt, wie du schon sagtest, vor ein paar Jahren oder ja, fast schon vor 10, hat man sich quasi oben direkt am Gebäude Reichstag angestellt und hat da eine Personen- und eine Gepäckkontrolle gehabt, bevor man in den Aufzug steigen konnte und nach oben in die Kuppel gefahren ist, um als Tourist sich das quasi anzuschauen. Das bedeutete auch, dass alle, die warten mussten, sich über die Treppe des Reichstages quasi anstellten. Und ich finde, das hatte zumindest für Berlin oder also für mich zumindest, hatte das einen gewissen Flair. Das hatte einen gewissen Charme, ne? Man steht quasi vor dem Regierungsgebäude, in Anführungszeichen, auf der Treppe und stellt sich an, um in dieses Gebäude reinzukommen. Da hat es immer eine lange Schlange gegeben. Das ergibt sich nun mal aus der Sicherheitskontrolle einfach und sehe ich jetzt nicht mal als wild an. Aber ich finde, das hatte so einen gewissen Flair, dass man quasi ansteht, um in das Regierungsgebäude zu kommen. Also in das Gebäude in Deutschland, wenn man so will, weil, ne, da sitzt ja der Bundestag. Inzwischen ist es ja so, dass dieser ganze Vorbereich oder dieser ganze Vorplatz in Anführungszeichen, wo die Treppe beginnt, ist ja komplett abgesperrt. Man kann da, soweit ich weiß, nicht mehr drüber laufen und man hat halt diese wunderschönen Container, in denen diese ganzen Kontrollen passieren. Mit so, ich glaube, die nennen sich Hamburger Gitter, beziehungsweise so eine Metallgitterabsperrung, wie man sie vielleicht von Konzerten auch kennt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das zerstört so ein bisschen den Stadtcharakter. Also das in meinen Augen, es bringt halt nicht viel, weil diese Metallgitter halten jetzt halt höchstens Menschen ab und mehr auch nicht. Da laufen dann halt relativ viele Bundestagspolizisten rum, die es ja auch noch gibt, die übrigens auch nachts da stehen. Wenn ich abends oder spätabends da mal dran vorbeifahre, dann sehe ich die da immer patrouillieren. Aber ich finde, so einen richtigen Effekt hat es nicht, außer dass es irgendwie das Bild des Bundestages zerstört.
Finde Aber ich jetzt mal zumindest. direkt gefragt, ein 10 Meter breiter Ja, finde Graben, ich nicht besser. glaubst du, Finde ich dass... nicht besser. Also davon mal abgesehen, du musst mir erstmal erklären, wo so um den Bundestag, und da geht es ja jetzt nur um die eine Straße, die dann zu den ganzen, zu den ganzen Gebäuden noch führen, die drumherum stehen. Da sollen sie mir erstmal erklären, wo sie da einen 10 Meter breiten Graben, der 2,50 Meter tief ist, rumziehen wollen. Also den können sie vielleicht vorne auf dem Rasen, können sie den noch ziehen, gar kein Problem. Aber zu den Seiten hin ist der Bundestag von zwei Straßen umgeben. Das heißt, die Straßen werden jetzt wieder gesperrt, damit ich sie quasi absenke. Und 2,50 Meter tief machen kann für 10 Meter Graben und dann kannst du über die Straße nicht mehr fahren, kommst nicht mehr auf die John Foster Dulles Allee. Isaac-Rabin-Straße ist auch komplett dicht, weil du bringt ja nichts mehr. Also, ich habe noch nicht Und dann erkannt. brauchst du übrigens eine Zugbrücke auch noch zwischendurch, damit vorgefahren werden sollen, Politiker, Würdenträger oder sonstiges, über diesen Graben hinwegkommen. Ist das wirklich geplant? Dann, also ist Ich weiß der. es nicht, keine Ahnung, Okay, aber ich stelle es mir jetzt mal so vor. Ich dachte, der Entwurf würde jetzt sogar so eine Zugbrücke vorsehen. Im Endeffekt, das Einzige, was du damit machst, ist in meinen Augen, also klar, das funktioniert, kennen wir aus dem Mittelalter, da kommt halt jemand mit dem Pferd nicht drüber. Ob das jetzt wirklich so zeitgemäß ist, möchte ich mal sagen. Wasser und Krokodile rein. Genau, also ich halte das, also ich finde, das A verschandelt das einfach das Stadtbild, gerade vom Bundestag. Und der soll ja eigentlich repräsentativ sein, weil er repräsentiert die Demokratie Deutschland. Eigentlich. Und Ne, die so ist sollte auch es. wehrhaft sein. Und ich glaube, das ist Genau. also wir reden ja jetzt nicht vom Weißen Haus, wobei ich da auch glaube, dass du am Weißen Haus relativ nah rankommst. Selbst New York, also da war ich letztes Jahr gewesen, wo du, die ja genauso gebeutelt sind von Anschlägen, da kommst du an die staatlichen Einrichtungen, kommst du ran. Und ich glaube, es ist einfach auch, dass das falsche Zeichen hin zu einer wehrhaften Demokratie, aber auch hin zu Bürgernähe, Volksnähe und letztendlich aber auch ja, den Terrorismus, wenn man das überhaupt so definieren kann, zu sagen, eigentlich, du hast gewonnen. Also für mich ist dieser Brei, wenn sie dann einen Graben hinbauen und noch mehr Maßnahmen, dann ist es für mich eigentlich eine Form der Kapitulation. Und das ist ja letztendlich, was auch die Linken, man kann halten von den Linken, genauso wie von Rechten, Mitte, was man auch immer will. Aber das ist die als einzige tatsächlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sich dagegen angesprochen haben. Und ich finde dieses Zitat hier, die Bundesregierung muss ihre Politik ändern, dann braucht sich der Bundestag auch nicht hinter Zäunen zu verstecken. Das so sinnbildlich. Wir machen jetzt wieder eine Maßnahme. Wir überlegen überhaupt gar nicht darüber, welche Außenwirkung es hat. Und wir können dazu sagen, ja, der Bundestag ist jetzt sicher. Dass das ein Großteil der Bevölkerung aber überhaupt gar nicht betrifft, sondern maximal vielleicht eine Handvoll von Besuchern, Touristen, Politikern. Und das, was wir auch letztendlich darüber gesprochen haben, wie das nach außen wirkt, wieder weitere Abkapselung und dem Terrorismus zu sagen, letztendlich du Botschaft zu senden, du hast gewonnen, weil das, was du erreichen wolltest, nämlich Angst und Spaltung einer Gesellschaft, das hast du hiermit erreicht. Und ich sehe auch noch die nächste große Gefahr. Du provozierst ja damit ja auch schlimmere Anschläge. Also wenn das Ziel eines Terroristen wirklich sein soll, einen Anschlag aufs Reichstagsgebäude zu verursachen und ideal zu gestalten, um es mal so verniedlicht auszudrücken, dann zwingst du ihn ja zu härteren Maßnahmen, die aus meiner Sicht immer noch dann auch härtere Auswirkungen, Impacts haben. Und dann letztendlich einen größeren Schaden verursachen. Also dieses ganze ganzheitliche System fehlt auch hier wieder aus meiner Sicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ganzheitlich ist das ja gar nicht. Und ich bin mir ehrlicherweise auch gar nicht sicher, ob eine Sicherheitsmaßnahme aus dem Mittelalter so gut funktioniert. Zumindest nicht in unserer heutigen Zeit, um jetzt mal bei dem Graben da zu bleiben und den vielleicht noch mit Wasser zu füllen. Wahrscheinlich kommt dann sogar noch, in Deutschland kommt dann wahrscheinlich sogar noch das Grünflächenamt und beschwert sich darüber, dass das Wasser nicht entsprechend gepflegt wird. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Also mir ist lustigerweise, weil du es gerade von den Grünen angesprochen hast, ist mir der Gedanke auch schon gekommen, als wir vorhin damit angefangen hatten, dass der Bundestag ja sich quasi abschottet oder die Politik sich immer weiter abschottet und sagt, ja hier, wir haben Angst. Da ist mir auch als erstes gleich der Gedanke gekommen, ja gut, also wenn man halt so Politik macht, dann muss man halt auch Angst davor haben, dass man irgendwie mal auf den Hinterkopf bekommt. Ich finde, das trifft sich hier ganz gut und
ich sehe das ähnlich wie du, dass ich klar, dass wir Sicherheitsmaßnahmen haben müssen, ob aber solche Schnellschüsse, solche, in meinen Augen, solcher Aktionismus uns wirklich voranbringt und auch wirklich das bewirkt, was wir eigentlich haben wollen, wage ich doch stark zu bezweifeln. Also das kann funktionieren, ja klar. Ich glaube es aber einfach nicht. Also zumindest nicht bei einem 10 Meter breiten Graben, weil was soll denn der bringen? Außer dass da Fahrzeuge drüber fahren können, dass Leute darüber hüpfen können oder was auch immer. Es verschandelt in meinen Augen, wie gesagt, nur das Stadtbild. Es macht irgendwie den Sitz des Bundestages, quasi des Regierungsorgans unserer Demokratie, ja, macht es zu einer Art Festung, was in meinen Augen aber überhaupt nicht notwendig ist. Und der andere Punkt, du sagtest wehrhafte Demokratie. Sehe ich ähnlich wie du, aber ich glaube, viele Menschen verbinden mit einer wehrhaften Demokratie was anderes als das, was wir hier gerade besprechen, nämlich eher eine wehrhafte Demokratie im Sinne des Rechtssystems. Also, dass du eine wehrhafte Demokratie hast, die halt auch in Sachen Gesetzen oder Strafverfolgung wehrhaft bleibt und vor allen Dingen auch richtig bleibt. Ich glaube, damit ist dieser Begriff wehrhafte Demokratie derzeit wesentlich stärker geprägt als mit Sicherungsmaßnahmen von Gebäuden, von Personen, von Institutionen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, die beiden Begriffe zusammenzuschmeißen, in Anführungszeichen, weil es dann wahrscheinlich wieder zu diesem wunderbaren Effekt führt, dass die Leute einfach verwirrt sind, was ist jetzt damit gemeint und es falsch verstehen können und dann die Diskussion in eine Richtung läuft, die wenig Sinn macht, weil die Leute über unterschiedliche Sachen sprechen. Aber also wenn wir solche Begriffe verwenden, sollten wir immer erklären, was wir damit meinen. Ich hatte das in meinem Studium nämlich auch, dass unser Dozent da stand und sagte, denken Sie an ein Schiff. Und er dann nach und nach Leute fragte, an was für ein Schiff denken Sie gerade? Ja, ich denke gerade an einen großen Kreuzfahrtdampfer. Ja, ich habe gerade an ein Fischerboot gedacht. Ja, hier so ein Öltanker. Ja, hier so ein Containerschiff. Und dann sagt er, genau, das ist das Problem, was wir in vielen Bereichen haben. Wir sprechen von einer Sache, aber haben ganz unterschiedliche Bilder. Und ich denke, wichtig ist in vielerlei Hinsicht, also jetzt nicht nur Thema wehrhafte Demokratie, sondern auch in ganz vielen anderen. Mein bestes Beispiel ist immer den Widerstand mit körperlicher Gewalt brechen. Ja, das ist ein wunderschöner Fachbegriff aus dem deutschen Strafrecht, aber viele Leute verstehen da was ganz anderes drunter, als damit wirklich gemeint ist. Und das ist halt dieses, man muss ein gemeinsames Bild schaffen, um darüber diskutieren zu können. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr häufig fehlt. Also in vielen Diskussionen. Nicht nur bezogen auf Thema Sicherheit, sondern auch in anderen Bereichen, wo einfach nicht einstimmiges Bild geschaffen wird oder ein Bild geschaffen wird, von denen man ausgehen möchte, sondern man schmeißt einfach Phrasen, Wörter, Begriffe, vielleicht sogar Fachbegriffe ein, ohne vorher fest zu definieren, wie man das eigentlich aus der wissenschaftlichen Arbeit kennt, vorher zu definieren, was meine ich mit diesem Begriff und was umfasst dieser Begriff, um dann darüber diskutieren oder es näher erläutern zu können. Und das ist mir jetzt gerade bei wehrhafter Demokratie lustigerweise auch aufgefallen, deswegen wollte ich das nochmal schnell so mit Ja, einstreuen. nee, ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite, weißt du, nicht altmodisch, aber Deutschland wurde mal beschrieben als das Land der Dichter und Denker. Und wir haben, glaube ich, in vielen Punkten einfach das Denken verlernt. Weil, überleg mal, das ist, ich glaube, man muss nicht fachlich dafür qualifiziert sein, jetzt diese Bewertung vorzunehmen, die wir jetzt zu dem Burggraben gemacht haben. So, wenn ich mit offenen Augen auch als fachlicher Laie durch die Welt gehe, dann weiß ich, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war immer noch das Thema drin gewesen, dass man große Angst hatte, Anschläge mit Drohnen, dass Anschläge mit Drohnen durchgeführt werden. Offensichtlich sicher in Südamerika, ich weiß nicht, ob es Kolumbien war oder ähnliches, ist ja ein Anschlag auf einen Präsidentschaftskandidaten, glaube ich, auch erfolgreich passiert, beziehungsweise kurz vorher vereitelt worden, wie dem auch sei, aber da ist zumindest die Drohne als Anschlagswerkzeug genutzt worden. Und jetzt rennen wir hier rum und erzählen darüber, dass wie toll das ist, dass wir dort einen Burggraben haben, und am Ende klatschen alle Beifall dafür, ohne sich mal darüber nachzudenken, auch in der Schnelllebigkeit dieser Zeit, was das eigentlich bedeutet.
Lustigerweise fällt mir dazu diese Präsentation der Berliner Polizei ein, die wir auf der einen, Ja. auf diesem einen Sicherheits, Erzähl ich weiß gar mal. nicht, Konferenz war es, glaube ich, oder wie auch immer man das nennen möchte, war, und zwar hat die Polizei Berlin, das war vorletztes Jahr, glaube ich, ne, 2017 war das, Ja, die besucht. 2017 oder 2018, nee, ja, Nee, ich bin der wie dem auch Meinung, sein. ich Nee, es glaube hat lange gedauert, 2017. ja. Genau. Auf jeden Fall 2017, ich sage jetzt mal, dass es 2017 war, hat sich die Polizei Berlin auf solch einer Sicherheitsveranstaltung hingestellt und hat gesagt, sie hätte jetzt das Mittel gefunden, um Fahrzeuge bei Veranstaltungen daran zu hindern, in diese Veranstaltung einzufahren und Personen zu verletzen. Gestaltet sich insofern, es handelt sich um einen großen, ja, quasi Beutel, sage ich mal. Ich glaube, der hat ein Maß von 1,50 mal 1,50 ungefähr auf einer Palette, sodass die halt gut verräumt werden können. Und diese Behälter werden mit Wasser gefüllt und haben vom TÜV zertifiziert eine Stoppwirkung, dass ein LKW, der mit, ich glaube, es waren 40 km/h, also bis 7,5 Tonnen, wenn ein LKW, ein 7,5 Tonner mit 40 km/h auf dieses Hindernis auffährt, er zertifiziert innerhalb von, ich glaube, es waren 13 Metern gestoppt werden kann oder zum Stoppen kommt. So war dieser Aufbau. Das Und Ding man wird muss mit. dazu sagen, es wurde damit Werbung gemacht, dass das sehr einfach ist. Man muss diese Beutel eigentlich letztendlich nur transportieren. Vor Ort hat man sowieso Wasseranschluss und kann die Genau. relativ einfach überall füllen. Genau, das war jetzt quasi die neue Wunderwaffe der Berliner Polizei zur Absicherung von Events. Und die Frage, die dann aus dem Plenum kam, war, was ist denn, wenn diese Dinger beschädigt werden? Ja, die Dinger seien stich- und schnittfest. Davon abgesehen würden sich ja Polizeikräfte sowieso immer um diese Absperrung herum bewegen, sodass ein Eindringen auf diese Gegenstände so schon mal nicht möglich sei. Gut und schön. Jetzt kam dann die nächste Frage auf, gut, ihr füllt die Dinger mit Wasser, aber was macht ihr denn im Winter? Also was macht Habt ihr ihr die mal denn? im Winter getestet, ja? Genau, habt ihr die mal im Winter getestet oder unter, ich sag mal, kälteren Bedingungen, worauf der Polizist, der Herr, der da stand, ich meine, der hat es auch nur präsentiert, der hätte wahrscheinlich den schlechtesten Job von allen gekriegt, da stand, schmunzelte und sagte, wir werden das nochmal mit aufnehmen. Was mir schon wieder zeigt, das ist schön und gut. Also klar, wenn das Wasser fließt, wird das erstmal kein Problem sein, aber sobald das zur Ruhe kommt, wird dir dieser Wasser. Ja, dieser Wasserbag wird dir dann halt einfach einfrieren und dann ist halt nicht mehr mit Wasser ablassen und ich transportiere die Dinger wieder woanders hin, sondern wahrscheinlich müssen die dann erstmal abgemeißelt werden. Super Und Idee. nun nicht zu vergessen, dass die ja dann eine andere Hemmwirkung möglicherweise haben. Also wenn du so einen Eisblock hast, als eine träge Masse wie das Wasser. Und wenn Genau. ich kurz eingreifen darf, es gab noch eine dritte Frage. Hat nämlich sehr stolz auch die Bilder gezeigt, dass man das getestet hat, zumindest also nicht im gefrorenen Zustand, sondern im flüssigen Zustand. Und man hat das mit einem 4-Tonnen-LKW getestet. Und in diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ja, wie es denn aussehe, denn auch Anis Amri, und damit schließt sich wieder der Kreis zum Breitscheidplatz zurück, hat kein 4, sondern ich glaube, was war das, 9 Tonnen, also deutlich größeren LKW genutzt, um Da hast du praktisch sein. mir lustigerweise jetzt schon vorgegriffen, weil das wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Das war nämlich meine Frage. Ich bin der Meinung, Stimmt. Anis Amri, der hat einen Sattelzug benutzt, wenn ich mich nicht 100% täusche. Und so ein Sattelzug, da kann ich mich jetzt irren, aber bin mir ziemlich sicher, die gehen über 9 Tonnen hinüber. So ein Sattel, so eine Zugmaschine eines Sattelzuges hat in der Regel, zumindest kenne ich das noch so aus meiner Zeit beim Werksschutz, da haben wir immer gerechnet mit so um die, ich glaube, 10, 15 Tonnen. Nur die Zugmaschine. Dann kommt halt nochmal hinten der Anhänger dazu und dann halt die Ladung, sodass sie am Endeffekt dann auf 40 Tonnen kommen. Jetzt hatte der Wagen von, oder der LKW von Anis Amri, soweit ich weiß, keine Ladung. Aber was machen wir denn, wenn der dicke Stahlträger geladen hat? Also der braucht das Ding, also das ist halt einfach eine Wucht, die da aufkommt, die man auch einfach nicht so weit so einfach stoppt. Und auf die Frage hin, was ist ja schön, dass sie es mit 7,5 Tonnen getestet bzw. zertifiziert haben, aber was sie denn gegen größere LKWs, die über 7,5 Tonnen hinübergehen, machen, war die Aussage, naja, die Dinger sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h.
Wo da meine Nachfrage war, ja, aber was macht ihr denn mit einem 7,5 Tonner, der 50 fährt oder 60 oder 70? Ja, die Dinger sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h. Also man sieht schon, die Polizei ist lange noch nicht auf dem Stand der Technik und schon lange nicht so schnell mit dabei, sich zu verteidigen oder mögliche Hindernisse aufzubauen, um solche Sachen zu verhindern. Wenn die Aussage bei jeder Nachfrage ist, na, wir sind zertifiziert bis 7,5 Tonnen bei 40 km/h. Also das wird relativ, wirkt für mich zumindest relativ fadenscheinig in irgendeiner Form, dass die Polizei vielleicht als Organisation oder als Behörde dafür nicht ganz so viel kann, mag ich gar nicht mal in Abrede stellen, weil im Endeffekt denen wird auferlegt, kümmert euch mal darum, dass ihr Veranstaltungen sicherer machen könnt, bekommen im Zweifelsfall dann aber von der Politik vielleicht nicht mal die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt und dann bekommt man halt so eine Lösung. Also diese Lösung ist halt, wie wir schon in anderen Dingen gesagt haben, die ist halt nur so halbgar. Die wird zwar schön präsentiert und sieht an sich auch erstmal gut aus und für einen Schutz gegen Klein-LKWs oder gegen Transporterfahrzeuge sind die mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Das möchte ich gar nicht absprechen. Aber die Erfahrung, die wir zumindest in Deutschland gemacht haben und der Vergleich war dann, naja, der einzige Anschlag, wo es mit schlimmen Menschenopfern kam, weil ein Fahrzeug reingefahren ist, das war halt in der, ich glaube, Barcelona in der Einkaufsmeile mit einem Kleintransporter und dann noch das andere Ding in In Frankreich, Nizza. in Nizza, genau, danke, in Das war ein Nizza. Kleingemieter. Das wäre dann, glaube ich, so ein LKW gewesen wie. Genau, das war dann, glaube ich, auch so ein 7,5 Tonner oder darunter. Ja, klar, also diese Referenzen zeigen, dass die Stoppwirkung für ein Fahrzeug bis 7,5 Tonnen sinnvoll ist und dass die im internationalen Vergleich vielleicht auch wahrscheinlicher sind. Nichtsdestotrotz halte ich es für ziemlich gefährlich, sich Sicherungsmaßnahmen oder Hindernisse auszudenken oder zu erforschen, zu entwickeln, wie auch immer man das nennen möchte, die als Ziel wirklich nur haben, naja, wir stoppen damit einen 7,5 Tonner. Weil was machen wir denn, wenn der Terrorist oder der, ich sag mal, der Kriminelle auf die Idee kommt, ja, alles klar, das habt ihr jetzt schön in der Zeitung oder in den Nachrichten oder wo auch immer breitgetreten, dass eure Dinger jetzt bis 7,5 Tonnen sicher sind. Was macht ihr denn? Also, die logische Konsequenz daraus wird sein, alles klar, ich muss ein Fahrzeug nehmen, das ein höheres Gewicht als 7,5 Tonnen hat. So, und damit sind dann alle meine Schutzmaßnahmen schon wieder vollkommen sinnlos oder frei. Weil sie der Meinung sind, ja klar, dann übergehe ich diese Gewichtsgrenze einfach und meine zertifizierte, um das nochmal so herauszustellen, meine zertifizierte Schutzwirkung ist ja dann nicht mehr gegeben. Und ich muss mir dann vor allen Dingen, muss ich es mir ja theoretisch im reellen Versuch anschauen, ob eine Stoppwirkung überhaupt noch gegeben ist, weil das Gewicht einfach ein ganz anderes ist. Und wie sich diese Stoppwirkung wirklich entfaltet, weil eventuell muss ich dann halt meine Barrikade, ich sag mal, 20 Meter weiter nach vorne verlegen, damit der Wagen dann nicht halt in der ersten Menschenmenge stoppt, sondern noch davor. Und lustigerweise auf dem Potsdamer Platz hier in Berlin hatten wir das ja ähnlich, als auch zur Weihnachtszeit. Da hat man ja diese Stahlbetonsperren aufgestellt. Falls du dich daran erinnern kannst. Und genau da hatten wir also die gleiche Diskussion, lustigerweise auch mit einem Bekannten, der allerdings aus dem Bereich Mechatronik kommt und Mechaniker für LKWs ist, also auch nicht nur für kleine, sondern halt auch hoch bis zum Sattelschlepper. Und der hat mit Sicherheit an sich nicht viel zu tun. Ja, der ist halt in seinem Bereich Fahrzeugtechnik, sage ich mal, LKW-Technik unterwegs. Und selbst der, als er das gesehen hat, fing an zu lachen. Und sagte, ja, so eine Metall- oder so eine Betonsperre ist ja was Schönes, aber wenn ich da mit einem 7,5 Tonner reinrassel, dann ist das nichts anderes als ein besserer Fußball. Das heißt, ich habe da vielleicht eine Stockwirkung auf den LKW, aber die Kraft, die verschwindet ja nicht einfach. Also einfache Physik. Wenn da ein LKW irgendwo Nee, gegen. aber da sagst du was ganz Wichtiges und ich glaube, wir haben ja jetzt viel Kritik an diesem System geäußert. Ich glaube, ich würde auch gerne ein Lob nochmal aussprechen, auch mal sich andere Systeme entwickelt zu haben als diese Stahlbetonklötze und ähnliches. Bevor wir zum zweiten Thema gehen, das mir auch persönlich auf dem Herzen liegt. Wenn so ein Wassersack platzt und vielleicht eine Stoppwirkung auf den LKW hat, dann
da Wasser auf die Feiernden, auf die Besucher, auf die Zuschauer, was sicherlich in dem Umfang nicht ein Zweitschaden, also ich will jetzt nicht sagen Zweitschlag, aber Zweitschaden verursacht, wie wenn du Betonteile hast, die eigentlich für Ableitungen auf Autobahn gedacht sind, falls da ein Auto gegen die Seite, also parallel zu den Stahlbeton Blöcken dort aufprallt. Wenn du da nicht so eine Schotterwirkung hast, weil dann dieser Stahlbeton sich verpulverisiert und in Teilen in die Menge hineinfliegt. Also ich denke mal, bei diesen Wasserbehältern, denke ich mal, ist die Gefahr, die vom Wasser ausgeht, gar nicht so groß. Das ist halt, wenn es hochkommt, weiß ich nicht, sind das 1000 Liter oder was, die da verspritzt werden und das auch nicht punktuell auf einen Punkt gerichtet, sondern halt, ich sag mal, großflächig. Von daher gehe ich mal davon aus, der größte Sachschaden, der entsteht, ist ein kaputtes Handy oder nasse Kleidung. Ich finde, das ist noch definitiv noch verkraftbar und ließe sich in meinen Augen in Anführungszeichen noch unter Bagatellschwelle abtun. Worauf du hinaus wolltest, zumindest habe ich die Vermutung, dass wenn du da reinfährst und das Wasser wird versprüht, dann hast du ja nicht die gleiche Wirkung wie bei einem Wasserwerfer, der mit Genau. bis zu 5 Bar Druck oder sowas dir dann auf den Körper schießt und da entsprechende Verletzungen zufügt. Siehe Stuttgart 21, wo es ja dann auch losging mit hier, ich bin jetzt halb blind, weil ich habe den Strahl abgekriegt. Die Sorge habe ich nicht mal. Also, weil dafür ist die, glaube ich, die Wirkung von dem austretenden Wasser nicht stark genug. Klar, den einen oder anderen wird es mit Sicherheit auch von den Beinen reißen, ähnlich wie bei einer Welle, wenn man im Atlantik oder im Pazifik schwimmen geht. Klar, das Wasser hat Kraft, keine Frage, aber ich glaube, das ist noch deutlich zu verschmerzen im Vergleich zu, da kommt ein Wenn du so einen Wasserwerfer an. Brocken, Genau, am Kopf getroffen Genau, wirst. bevor du so, muss ja nicht mal ein großer Brocken sein, aber es reicht ja schon, wenn es einfach nur ein Splitter ist, der abplatzt, von mir aus Länge 5 cm, und der dich irgendwo mit einer gewissen Geschwindigkeit einfach trifft. Das ist in meinen Augen um Längen gefährlicher, als wenn du dann halt Wasser abkriegst. Klar, bist dann nass, wenn es dann vielleicht nicht die wärmsten Temperaturen, weil wir gerade Hochsommer haben, hast, dann kriegst du vielleicht auch noch eine Erkältung. Im schlimmsten Fall vielleicht auch eine Grippe und muss dich vielleicht behandeln lassen. Aber ich finde, das ist definitiv noch verkraftbarer, als wenn dir da Betonsplitter durch die Gegend fliegen und du quasi die Projektile hast, die du eigentlich verhindern wolltest. Also in meinen Augen zumindest. Weil ich vorhin damit angefangen habe, also das war auch gar nicht als große Kritik gemeint, dass das System an sich total schlecht ist und dass man da Geld umsonst Nee, rausgeschmissen nee, hätte. nee. Ne? Das System an sich ist keine schlechte Idee. Also muss man auch ganz ehrlich so sagen, da hat die Polizei sich ja auch nichts Dummes bei ausgedacht. Die Kritik, die ich halt geäußert habe, geht lediglich in die Richtung, das System an sich ist gut, aber warum forscht ihr an einem System, das nicht den heute, zumindest in Deutschland, rechtlichen Rahmen komplett abdeckt? Und das ist nun mal ein 40-Tonner. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, zumindest bei uns in den Werken war das so, und ich finde, die LKWs können da halt auch abhanden kommen. Wir hatten halt auch LKWs, die kamen aus den Niederlanden. Und in den Niederlanden beispielsweise ist das Höchstgewicht, das erlaubt ist, ich glaube, 50 Tonnen. So, das Ja. heißt, wir hatten schnell mal LKWs bei uns, die waren offiziell überladen, weil sie dann ein Gewicht von insgesamt 45, 47 Tonnen auf die Waage gebracht haben. Und da finde ich es ein bisschen von der Politik, von der Polizei, wer auch immer da quasi federführend ist, finde ich es ein bisschen kurz gedacht zu sagen, naja, die Anschläge, die wir bisher beobachtet haben, haben sich alle so im Bereich bis 7,5 Tonnen abgespielt. Na, dann setzen wir jetzt mal Sicherheitsmaßnahmen auf, die bis 7,5 Tonnen ausreichen. Das ist halt in meinen Augen nicht zukunftsorientiert gedacht. Also warum geht man nicht gleich hin und sagt, okay, den Rahmen, den wir uns quasi besorgen können, öffentlich, zivil, ist ein Fahrzeug bis 7,5 Tonnen. Oder beziehungsweise ist ein Fahrzeug bis, sagen wir mal, 10, 15 Tonnen. Mit einem Anhänger hinten dran komme ich insgesamt auf 40 Tonnen, wenn ich da noch Ladung drin habe. Dann denke ich mir doch gleich Absperrmaßnahmen aus, die auch ein Gewicht nach Möglichkeit möglichst nah heran an diese 40 Tonnen führen. Also müssen ja nicht mal die kompletten 40 Tonnen sein, aber dass ich sage, okay, ich kann bis, als Beispiel jetzt, 30 Tonnen kann ich zertifiziert von mir aus.
kann ich sicher gehen, dass ich das in einer relativ kurzen Zeit und auf einem relativ kurzer Strecke, dass ich dieses Gewicht gestoppt bekomme. Weil erst dann, finde ich, ist die Sicherheitsmaßnahme auch wirklich vernünftig durchdacht und auch vor allen Dingen vernünftig umgesetzt. Mit einem 7,5-Tonner, wenn ich da mit einem 10-Tonner reinfahre, bringt mir die Maßnahme schon wieder gar nichts. Und das, finde ich, muss ich ehrlich zugeben, von der Polizei oder von der Politik, wie gesagt, bin mir da nicht einig, wer da federführend ist, finde ich das allerdings ein bisschen kurz gedacht und zeugt halt wieder von einem gewissen Aktionismus. Wir müssen halt was machen, also machen wir jetzt mal ganz schnell was, aber so richtig durchdacht und vernünftig ist es halt doch irgendwie nicht. Ich wäre dafür, wir legen jetzt gesetzlich fest, dass um jede Veranstaltung ein Burggraben gezogen wird. Ich würde sagen, Spitzen 10 der Meter breit Gewichtsklasse. und 2,50 Meter tief. Nein, Ich habe noch ein ist ja zweites auch Quatsch. Thema bei der guten Laune, die wir gerade beide zusammen haben. Willst du uns die jetzt wieder vermiesen? Ja, Aufregerthema meinerseits. Ich muss auch da wieder ein bisschen ausholen, weil das jetzt auch inzwischen schon fast 5 Monate her ist. Ich halte mal meinen Monolog und du darfst dann deine Meinung dazu sagen. Im Februar ging ganz groß durch die Medien, dass offensichtlich, nicht offensichtlich, sondern auch inzwischen bestätigt, der Gedenkstätte Sachsenhausen, also im Konzentrationslager mit entsprechender bedeutsamer Historie, ein Sicherheitsdienst als Subunternehmer Einsatz gekommen ist, nämlich das Sicherheitsunternehmen Boxing Security mit einem Geschäftsführer, der laut Medienbericht, das betone ich mal an dieser Stelle, aber auch dort in unterschiedlichster Weise nachgewiesen über Instagram, über auch Bestätigung der Polizei inzwischen etc., tief in der rechtsextremistischen Cottbusser Szene verwurzelt ist. Das Böse an dieser Stelle ist nicht, dass praktisch die Gedenkstättenstiftung darauf gekommen ist, weil so Auftraggeberfunktion und mal überprüfen, wer kommt denn da bei mir überhaupt zum Einsatz, welche Firma steht denn da, etc., etc., sondern es hatte offensichtlich Hinweise, so beschreibt das zumindest die HAZ, aus dem Sicherheitsgewerbe gegeben. Und dann, und diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Gedenkstättenstiftung informiert ist und die wiederum nach eigenen Angaben überrascht worden ist, wer dort an dem historisch sensibler Stelle Wachdienst geführt hat. So, da gab es relativ schnell Maßnahmen. Also man kann auch dazu sagen, der Hauptunternehmer war Firma City Control gewesen und hatte sich praktisch diesen Cottbusser Wachschutz, ich sage jetzt nicht Sicherheitsdienst, sondern Wachschutz als Subunternehmer genommen und das auch nicht gegenüber der Stiftung mitgeteilt, trotz vertraglicher Verpflichtung. Den Einsatz von Subunternehmer ist nicht ausgeschlossen worden, sondern der hätte informiert werden müssen. Und praktisch ist man da kalt überrascht worden. Große Aufregung hat es dann gegeben. Wie kann das sein und wie passiert das und ähnliches? Will jetzt auch gar nicht wiederholen, weil sonst gibt man da auch wieder viel zu groß eine Bühne, wie der Geschäftsführer von Boxing Security darauf reagiert hat, dass er total überrascht war und der rechtsextremistischen Szene überhaupt nichts zu tun haben will oder hat oder wissentlich tun gehabt hat. Jedenfalls habe ich darüber auch in meinem Facebook-Forum sehr intensiv darüber informiert. Führte letztendlich dazu, dass ich auch tatsächlich persönlich angegriffen, bedroht wurde, aber das nur am Rande. Was dann passierte, offensichtlich ist, weil ich auch viele RBB-Artikel geteilt und kommentiert hatte, ist der RBB auf mich aufmerksam geworden und sind zwei Redakteure auf mich zugekommen, die sich in mehreren wirklich stundenlangen Telefonaten mal haben aufgleisen lassen, wie die Sicherheitsbranche funktioniert. Man muss dazu sagen, im Nachhinein, ne? Also nicht, ich habe hier eine Idee und ich suche mir jemanden, der mir da fachlich dazu zur Seite stehen kann. Die hatten auch ganz groß berichtet über, es ist im gesamten Bereich eigentlich herausgekommen, über rechtsextremistische Ordnungsdienste im Cottbusser Stadion. Darüber, es hat sich dann die Welle geschlagen nach Sachsenhausen ins KZ. Also jedenfalls Stunden investiert darin, in der guten Hoffnung auch mal darüber zu berichten und welche Kritik wir an Überprüfungsverfahren haben, etc.
etc. Und dann kam die Ausschreibung. Und die Ausschreibungsunterlagen sind mir, und ich sage an dieser Stelle nicht rüber, aber sind mir zumindest zur Verfügung gestellt worden. Und der Stiftungsrat hatte, oder der Direktor der Gedenkstättenstiftung, hat ganz groß angekündigt, jetzt wird alles besser und wir sind darauf geeicht, dass solche Themen überhaupt nicht mehr passieren. Bei uns kann kein rechtsextremistischer oder sonstiger extremistischer Sicherheitsdienst mehr zum Einsatz kommen. Was man an dieser Stelle nicht verschwieg, was man nicht, was man verschwieg, so, was man an dieser Stelle verschwieg, war einfach das Thema, ist ja jetzt mit der jetzigen Form der Bewachungsverordnung geändert worden. Gab ja für eine Ausweispflicht vor, also zumindest im öffentlichen Raum, beziehungsweise der Auftraggeber hätte das festlegen können, auch den Dienstausweis offen zu tragen. Und da sehe ich praktisch die größte Schwäche, nicht nur, dass es eben man vertraglich dagegen verstoßen hat, den Subunternehmer nicht anzustellen, aber ich meine, und du kannst gleich auch nochmal was dazu sagen oder mich korrigieren, bin auch der Meinung, also wenn ich als Auftraggeber sehe, dass da plötzlich neue Leute zum Einsatz kommen, die vielleicht auch noch eine andere Dienstkleidung tragen, die einen anderen Dienstausweis dabei haben, die vielleicht auch nochmal zugeben, ich Subunternehmer oder ähnliches, da habe ich einfach als Auftraggeber auch die Pflicht, mal zu überprüfen, was letztendlich, was das für ein Unternehmen ist. Ist es mir bestätigt worden? Und da sind wir auch gar nicht im großen organisatorischen Aufwand, wie Dienstpläne vorliegen lassen, etc. Jedenfalls, ja, gritsch, rutsch, ruhig dazwischen, sonst wird es kein Monolog. Ja, ich wäre jetzt quasi schon mit meinem Einwurf schon eingestiegen. Ja, du hast recht, eigentlich, also ich sehe das auch als Pflicht des Auftraggebers, nicht Arbeitgebers, sondern des Auftraggebers, sich bei neuen Uniformen oder neuen Personen mal kundig zu machen, warum, wieso, weshalb und warum haben wir davon nichts erfahren. Stimme ich dir vollkommen zu. Allerdings habe ich in meiner Zeit, die ich jetzt hier quasi als Sicherheitsmanager, um das mal so auszudrücken, gearbeitet habe, festgestellt, dass sehr, sehr viele Unternehmen Thema Sicherheit noch gar nicht so, so stark ja, ausführen, sich damit befassen, wie auch immer, sondern dass es sehr, sehr häufig heutzutage noch so ist, dass Thema Sicherheit ein Unterthema meistens von Facility Management ist. Das heißt, irgendjemand muss dieses Thema halt begleiten, ob er das nun kennt oder nicht. Das heißt, die Leute haben in der Regel überhaupt gar keine Ahnung, und das ist nicht mal böse gemeint, sondern es ist einfach nicht ihr täglich Brot. Sie haben davon keine Fachkenntnis, sie haben keine Ahnung von dem Thema und müssen es aber irgendwie mit begleiten. Thema Sicherheit in meinen Augen auch verhältnismäßig jung im Vergleich zu anderen Themen, wie Facility Management, wie von mir aus Finanzbuchhaltung oder wie man die ganzen Themen nennen will. Und ich finde, da ist es nicht verwunderlich, dass wir noch genau solche Probleme haben. Also, dass ein Auftraggeber bestimmte Sachen einfach nicht abprüft, dass er vielleicht auch gar nicht seinen Sicherheitsdienst vernünftig nicht vernünftig prüft. Ich hatte das meine Anstellung beim Werkschutz, hatte ich einen Sicherheitsdienstleister, der mich ja auch erst quasi kennengelernt hat, nachdem ich angestellt wurde. Und ich habe mit dem Regionalleiter hatte ich regelmäßig zu tun, sowie mit den einzelnen Objektleitern. Das waren Schichtbesetzungen, wo dann quasi der Schichtführer immer zuständig war. Die haben mich halt alle kennengelernt. So, und ich habe das halt gelernt. Und ich habe früher auch beim Sicherheitsdienst gearbeitet. Und ich weiß von meinem Sicherheitsdienst damals, wo ich gearbeitet habe, da haben wir auch als Supi unter anderem in dem einen oder anderen Auftrag gearbeitet. Und da ist man vorher gebrieft worden mit, wenn dich jemand fragt, du gehörst zu dem und dem Unternehmen. Also, da wird quasi von vornherein schon darauf hingearbeitet, dass möglichst nicht durchkommt, dass du ein Subunternehmer bist. Nichtsdestotrotz, mein Sicherheitsunternehmen, das ich dann im Werkschutz hatte, da hat mir der Regionalleiter, bevor ich dann gegangen bin, hat gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, aber ich muss ehrlich gestehen, sie sind echt ein harter Kunde. Also es macht nicht immer Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Allerdings muss man auch zugeben, wenn man mit ihnen arbeitet, klar, es gibt Sachen, die sind nicht schön, die sind nicht toll. Vor allem auch nicht, wenn ich mir dann Fehler anziehen muss. Auf der anderen Seite, ich weiß halt, woran ich bin. Also ich weiß, worauf ich achten muss, etc. pp. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo viele Unternehmen noch gar nicht sind. Also viele Unternehmen haben halt einfach noch niemanden, der sich
mit Sicherheit auskennt, der die vielleicht auch vernünftig umsetzt, und der genau nach solchen Sachen hackt. Wenn ich mir überlege, wir hatten ja den Fall zusammen, dass es ein Verbot von Nachunternehmereinsatz gab, beziehungsweise es gab Bedingungen, wann die eingesetzt werden dürfen. Und damit bin ich der Meinung, ist man ja eigentlich schon wieder, also ist man ja schon wieder sicher, weil alles, Aber was ich muss es danach ja passiert, kontrollieren. Also wir haben es genau. ja kontrolliert in diesem Punkt. Ja, wobei wir, muss man zugeben, ja auch ein bisschen Glück hatten, weil der Kollege da freimütig einfach erzählt hat, von welcher Bude er ist. So. Und ich denke, es fehlt einfach an vielerlei Stellen einfach noch Leute, die Thema Sicherheit zum einen quasi sich auf die Fahne geschrieben haben, im Sinne von, das ist jetzt mein beruflicher Werdegang. Und auch das Verständnis von Firmen, dass dieses Thema immer wichtiger wird. Und auch dann entsprechendes Personal einsetzen, die davon Ahnung haben. Und, muss man ja noch dazu sagen, von Personal, das den Ansatz dann auch entsprechend verfolgt. Also das hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne mal die Dienstanweisung sehen. Ich möchte jetzt auch gerne mal eine objektspezifische oder eine unspezifische sehen. Ich hätte jetzt gerne mal gesehen, wo sie hingeschrieben haben, dass Sicherheitskräfte keine Polizisten und keine Hilfspolizisten sind. Ich möchte gerne mal sehen, warum ihre Mitarbeiter keinen Dienstausweis tragen oder eine persönliche zuordnenbare Nummer, sodass ich immer nachvollziehen kann, welche Person das ist, falls ich mich über die beschweren möchte. Und ich glaube, da hapert es einfach noch. Oder loben, also wir beschweren Ja, uns natürlich genau. nicht drüber. Nee, klar, also auch loben, wenn sie dann halt ihr eigenes Qualitätsmanagement haben, das auch funktioniert, was ich auch schon gesehen habe, wo die Firma dann sagt, ja, nee, das läuft bei uns eigentlich nicht so, wir haben hier Qualitätskontrollen und die kommen, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder einmal im Monat von mir aus, um unsere Leute zu prüfen. Das habe ich halt auch schon gesehen. Natürlich muss man, bin ich der Meinung, als Auftraggeber, aber auch ein bisschen Druck aufbauen. Also wenn ich, das ist ja, also das ist ja das Min-Max-Prinzip, das seit Urzeiten in der Menschheit gepflegt wird, in meinen Augen. Und im Studium macht man es nicht anders als in der Ausbildung, als dann später im Berufsleben. Wenn ich halt nicht gefordert werde, werde ich halt auch nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, weil es läuft ja. So, Ja, und aber wenn ich kann mir danach nicht auf die Brust schlagen. Und das war ja, also ich habe ja, gibt ja zwei Aufregerthemen bei mir. Auf der einen Seite, als dann jetzt die Neuvergabe war, ich glaube Anfang Juli, beziehungsweise die Presseberichten Anfang Juli rauskamen, hat der RBB, für den ich dann eine echt lange Zeit auch investiert habe und ihnen auch die Unterlagen zur Verfügung gestellt habe. Und wir haben ganz, ganz viele Kommentierungen dazu zugeschickt. Übernimmt dann eine einfache, ich glaube, eine DPA-Meldung, in der auch der Stiftungsdirektor zitiert wird, in der dann heißt, jo, wir haben jetzt alles besser gemacht, und jetzt funktioniert alles. So diese einen Aufreger zu sagen, also warum mache ich diese Aufklärungsarbeit überhaupt, um dann nachher letztendlich eine Meldung 1:1 zu übernehmen und dann auf der anderen Seite zu sehen und dann mal auch wieder zu hinterfragen, und irgendwie ungeplant zieht sich das ja als roter Faden durch diesen Podcast, durch die Folge heute. Also auch dieses Hinterfragen, beziehungsweise auch mal den Kopf einschalten und dann mir einfach auch mal reingucke und sage, was fordert denn die Ausschreibung? Die Ausschreibung fordert wieder mal 30% Qualität, 70% Preis, ganz, ganz schwammige Formulierung zu anstößigen Äußerlichkeiten. Und da wird dann auch explizit reingeschrieben, anstößige Äußerlichkeiten sind das, was beim Besucher anstoßen kann. Und dann frage ich mich einfach, nicht im Geiste der Einrichtung, also verfassungsschutzrechtlich verbotene Äußerlichkeiten, Tätowierungen oder Symbolik und sowas, sei ja mal dorthin gestellt, dass das sowieso grundsätzlich verboten ist. Das sollte ich nicht in eine Ausschreibung reinschreiben. Aber ich kann doch auch, es gibt, ich kenne mich da nicht tief genug aus, um hier jetzt explizit Beispiele zu nennen. Das findest du sicherlich auch wenn du ein bisschen mal im Internet recherchiert. Es gibt so, ja, vielleicht die 88, so für die Haben HH und was dann eben auch die entsprechende Begrüßungsformel in der NS-Zeit war oder sowas. Ich habe ja auch Sachen, die im Geiste der Einrichtung auch zu Anstößigkeiten, wobei ich die Anstößigkeiten, diese Begrifflichkeit einfach auch interessant finde, die sollten es einfach gar nicht hergeben. Und keiner muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen in dieser Ausschreibung. Und ich
Wird nicht mal gefordert, ein Schulungskonzept zur Geschichte der Einrichtungen, die dort gerade ausgeschrieben wird, sowie heutige Gefahren durch Rechtsextremismus oder Früherkennung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, Symbolen, Verhaltensweisen. Und diese Liste kann man bis zum Ende weiter fortführen, und ganz zu zweifeln daran, ob sich die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten überhaupt Gedanken über ein Konzept gemacht hat, wie man jetzt auch eine Auftragnehmerüberwachung oder Kontrolle und Qualitätsmanagement besser aufstellen kann. Also sowas ärgert mich einfach. Und nachher wieder stehen alle da und applaudieren und sagen, das passiert jetzt wieder nicht, und wir haben keine Rechtsextremisten und wir haben wieder eine super Ausschreibung geschafft. Und am Ende des Tages ist, wenn du da mal reinguckst, was da ausgeschrieben wurde, ist das einfach nur Bullshit. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich, da muss ich die Herrschaften von der Stiftung, muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn du mal nachverfolgst, die Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, wie die offizielle Bezeichnung ist, ist Bestandteil der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, was wiederum eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist. So, das so als Grundlage. Wie wir das selber kennen, und das wird mit Sicherheit auch bei den Öffentlichen nicht anders sein. Eine Ausschreibung macht halt nicht der, der fachlich dafür verantwortlich ist, sondern in der Regel macht das der Einkauf. Also wird es mit Sicherheit auch da geschehen sein. Der Einkauf holt sich dann vielleicht, wenn es ein guter Einkäufer ist, holt er sich vielleicht noch Informationen von den notwendigen Fachbereichen, sofern du diesen überhaupt hast, was ich jetzt bei einer Stiftung des öffentlichen Rechts einfach mal anzweifle. Oder das ist eine Besetzung wieder, ähnlich wie ich es schon geschildert habe, das ist eigentlich der Hausmeister, der aber Sicherheit mitmacht, um das mal ganz böse runtergebrochen zu bezeichnen. Das heißt, die notwendigen Informationen, die du eigentlich für diese Ausschreibung brauchst, die bekommst du nicht wirklich. Davon abgesehen, muss man auch dazu sagen, öffentliches Recht. Also da sind wir wieder in einem Bereich, wo das Geld nicht gerade auf der Straße liegt und eher knapp als knapper bemessen ist. Von daher es ist nicht gut, keine Frage. Es ist überhaupt nicht gut, was da die Ausschreibung aussagt, aber ich kann nachvollziehen, warum sie sagen 70% Preis, weil sie irgendwo gezwungen sind, auf den Preis zu achten, und sie dann halt irgendwo anders sparen müssen. Dass du da Sachen nicht reinschreiben musst, wie jeder muss sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, versteht sich selber, wobei ich den Hinweis, einfach das mit aufzunehmen, für das Unternehmen an sich nicht verkehrt finde. Dann sollte man aber auch dazu schreiben, ihr müsst einen Code of Conduct haben oder Ja, genau. ne, sowas ähnliches. Ihr müsst ein Leitbild haben und wir möchten das vorher sehen und es muss uns quasi erklärt werden, was euer Leitbild aussagen soll, um dann eine vernünftige Vergabe zu schaffen. Zum anderen würde es mich nicht mal wundern, wenn diese neue Ausschreibung, die hier stattgefunden hat, unter einem gewissen Zeit- und Öffentlichkeitsdruck stand. Denn im Endeffekt, was ist passiert? Das hat mit dem anderen Dienstleister nicht funktioniert, beziehungsweise ist aufgefallen, dass der nicht so toll ist, wie er hätte sein sollen. Und jetzt bedeutet das für uns, wir müssen uns ganz schnell was Neues ausdenken, was aber wieder heißt, wir müssen eine Ausschreibung machen, weil ohne geht's halt einfach nicht. Und da ist man dann halt ganz schnell in diesem Zeitdruck, kommt, das muss jetzt schnell fertig werden, lass uns mal so das Notwendigste mit aufführen, damit wir die Ausschreibung raushauen können. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man halt mit anbringen muss, dass das alles nicht gut ist, keine Frage. Aber das ist halt genauso, als wenn ich dir jetzt sage, pass auf, du fängst Montag, weiß ich nicht, in irgendeinem Chemieunternehmen an und bist dann der neue Chemikant, der Sachen zusammenmixen muss. Da wirst du deines Lebens nicht froh bei der Arbeit und wir können Nee, vom aber da Glück sage ich reden, wenn du dann nichts kaputt machst. dann sage ich dann an dieser Stelle auch, sage ich dir auch ganz ehrlich, dann sage ich, muss ich eben auch so ehrlich sein und das auch kommunizieren. Also das ist aus meiner Sicht einfach heuchlerisch. Ganz viel Kritik, es gibt ja zwei Punkte an Kritik, ganz viel Kritik an Ausschreibungen und wie kann das denn überhaupt passieren? Und die einzige Maßnahme, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, die einzige Maßnahme, dass die Mitarbeiter erstmalig vor dem Einsatz durch Verfassungsschutz geprüft werden. Okay, aber wenn ich da kein Konzept dorthinter habe, zu sagen, ich muss auch seitens des Auftraggebers mal überprüfen, sind die mir gemeldeten Sicherheitskräfte, gemeldet und geprüften Sicherheitskräfte, auch diejenigen, die dort zum Einsatz kommen, ja, dann kann ich mir aber nicht auf die Brust trommeln, und dann halte ich das auch echt mau
für den RBB dann eins zu eins das zu übernehmen und zu sagen, ja, absolutes Verständnis und jetzt wird alles besser. Das ist einfach, da kennst du mich, bei so viel Blödsinn bin ich einfach dabei, auch zu sagen, dann nehmt euch 2 Tage, das Kind ist da sowieso in den Brunnen gefallen, schickt die Boxing Security nach Hause. Organisiert das irgendwie anders, macht eine Überbrückung, aber dann schreibt doch mal einmal vernünftig aus und macht euch Gedanken darüber und holt euch Unternehmen, Berater, Firmen, sonst was dazu, die Ahnung davon haben und die euch da unterstützen, eine vernünftige Ausschreibung rauszukriegen. Und ja, ich kann ja bestimmte verpflichtende Aspekte, kann ich ja vorgeben und dann kann ich ja immer noch sagen, 30%, 70% Preis und nur 30% Qualität, aber die Rahmenbedingungen zumindest kann ich ja wenigstens definieren und nicht einfach sagen, es wird Ja, alles besser. aber du gehst jetzt von einem Hintergrund aus. Also ja klar, man sollte das ordentlich machen. Aber wie gesagt, also wenn du im öffentlichen Fokus stehst und auch noch unter Druck, und die haben bestimmt nicht nur von der öffentlichen Seite Druck bekommen, sondern auch noch, weiß ich nicht, von den Kommunen, von der Regierung, was auch immer, von der Gemeinde. Ich denke, da hast du nicht die Zeit, dir einen Kopf drum zu machen, alles klar, wir machen das, lass uns mal alle an einen runden Tisch setzen und dann machen wir jetzt hier in 3 Tagen mal eine vernünftige Ausschreibung. Das wird so nicht passieren. Davon Aber aus, da muss also. ich versuchen, den Druck mitzunehmen und zu sagen, okay, Ja, aber das dann. ist heute nicht, das macht man heutzutage nicht. Also, Nee. wann hast du das letzte Mal erlebt, dass ein Politiker sich für irgendwas entschuldigt hat? Um jetzt mal bei. Du, ich bin ja gar nicht dabei, Entschuldigung zu sagen oder Nee, aber auch dieses. selbstkritisch, aber zu sagen, okay, das ist passiert, weil wir einfach darauf festgelegt haben, wir wollen den billigsten nehmen, lass uns das doch mal anders probieren. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, das Eingeständnis von Schwächen oder von Fehlern, die man gemacht hat, das ist ja in unserem, zumindest ist mein Eindruck, ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gegeben. Das heißt, dass sich da ein Leiter von einer Gedenkstätte hinstellt und sagt, wir machen das jetzt ordentlich, ich habe aber davon eigentlich gar keine Ahnung und mit den Geldern, die ich nicht habe, stelle ich jetzt noch einen Berater an, der mir erklärt, wie wir das am besten umsetzen können. Das wirst du bei uns ja nicht finden. Also zumindest wäre das für mich ein Novum, wenn wir das irgendwo in Deutschland, wenn wir darüber mal einen Zeitungsartikel kriegen mit Leiter vom Hallenbad, weiß ich nicht, Kreis Münster, gibt zu, dass er von Wasser eigentlich gar keine Ahnung hat und stellt jetzt einen Wasseringenieur an, so nach dem Motto. Das erlebst du ja nicht bei uns. Aber Und selbst dort, wo Ahnung vorherrscht, und das schlägt ja letztendlich in die gleiche Kerbe. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast die Woche. Werder Bremen hat ja alle auf Werder Bremen, weil Erstligist, aber eigentlich auch Paderborn hatten ja das Problem, dass offensichtlich 2 Sicherheitskräfte der gewaltbereiten islamistisch-salafistischen Szene zuzuordnen sind oder beziehungsweise immer noch Kontakte gesucht haben in diesem Bereich. Sind bei Bundesligaspielen von Werder Bremen zum Einsatz gekommen. So, und dann stellt sich der Sicherheitschef von Werder Bremen hin, ein Menschen, dem man mindestens zutrauen sollte, dass er Ahnung hat, weil eigentlich die DFB-Regularien sehr, sehr umfangreich sind und auch explizit Sicherheitskonzept und Maßnahmenplan. Und dann stellt sich der Sicherheitschef von Werder Bremen hin und sagt, ja, also unsere Leute, man muss dazu sagen, für Hintergrundinformationen, die beiden Mitarbeiter sind über ein Nachunternehmen gekommen, was mal bei Werder Bremen ausgeholfen hat. So, und dann stellt er sich hin und sagt, ja, also unsere Leute, die sind ja alle überprüft und auch nach den Regularien vom DFB eingesetzt und haben auch die notwendigen Qualifizierungen, die sie brauchen. Und ja, die kamen halt vom Sub. Da steht kein Mensch auf und stellt die Frage, ja, Entschuldigung, Werder Bremen, wie kontrollierst du denn deine Subs? Also, das ist ja schön, dass du selber mit Eigenpersonal dort gute Leistung und offensichtlich alle Standards erfüllst und es keine Medienberichte dazu und alles schön und gut. Aber beim Sub kommt durch die Hintertür Hinz und Kunz rein und du weißt eigentlich gar nicht, haben die die Qualifizierung, haben die die Überprüfung und die Nachweisbarkeit. Und du stehst einfach da und sagst ja, denk doch mal bitte 2 Meter weiter und frag doch mal,
Das wird ja nicht nur bei Werder Bremen so sein. Cottbus hat ja das gleiche Thema. Cottbus hat sich dazu entschieden, nachdem sie Rechtsextremisten in der Ordnerszene drin hatten, dass die Mitarbeiter vom Verfassungsschutz, die eingesetzten Ordnungskräfte oder Sicherheitsmitarbeiter vom Verfassungsschutz überprüft werden. Mein letzter Stand von vor ein paar Wochen ist, dass Energie Cottbus oder der betreute Sicherheitsdienstleister es bis heute nicht geschafft hat, eine Liste mit Namen zu nennen, die im Energiestadium zum Einsatz gekommen sind, weil sie nicht wissen, wer dort zum Einsatz kommt. Ja, Also. aber da bist du ja wieder in der gleichen Thematik in meinen Augen wie auch schon bei dem Rezo-Video vor der Europatagswahl. Es geht nicht darum, Schuld einzugestehen oder irgendwie Fehler zu verbessern, sondern Whataboutism, das ist der neue Be geprägte Begriff, sondern einfach mal davon abzulenken, was halt scheiße gelaufen ist und die Schuld auf jemand anderen zu schieben. Das siehst du ja genau da, dass Werder Bremen sich hinstellt und sagt, naja, unsere sind halt alle geprüft. Also, das war halt ein Subunternehmer, lasst uns den mal runter machen, so nach dem Motto. Ist ja bei dem Rezo-Video genau das gleiche gewesen, dass er sich hinstellt und sagt, naja, die CDU, die nehme ich jetzt mal richtig schön auseinander, weil alles, was die machen, passt überhaupt gar nicht. Und die CDU sich hinstellt und sagt so, ja, also, Moment mal, ja. Also ja, wir machen vielleicht nicht alles so, wie das in unserem Programm steht, aber was ist eigentlich mit der FDP? Ne? Also einfach so eine Ablenkungstaktik zu fahren. Und das siehst du ja ziemlich genau da auch. Also es ist ja ein Paradebeispiel, wie schon bei dem Rezo-Video, dass Leute sich hinstellen und sagen so, naja, unsere sind ja, aber guckt euch mal den Subunternehmer an. Der ist viel, viel schlimmer als wir, ja. Der prüft die gar nicht, dass Werder Bremen eigentlich in der Verantwortung steht, zu prüfen, ob die Leute geprüft sind oder die notwendigen Qualifikationen haben. Das steht jetzt auf keinem Blatt mehr, weil dafür interessiert sich einfach keiner mehr, weil der Subunternehmer ist ja der böse Schlimme, um den wir uns jetzt kümmern. Und das passt halt ganz gut ins Bild einfach. Weil halt keiner nachfragt. Und um auf die Sache einzugehen, von wegen, na, warum kümmert man sich denn nicht darum oder warum prüft man das denn nicht nach? In meinen Augen eine relativ einfache Erklärung. Solange nichts passiert, kümmert man sich einfach nicht drum. Und das siehst du ja bei der Polizei, wie wir es vorhin schon hatten. Das siehst du in sehr vielen anderen Unternehmen, wo viele Dinge vielleicht angefangen, aber nicht beendet worden sind. Und wenn man mal nachhakt, ja, aber warum, wieso, weshalb? Naja, wir haben halt was gemacht und uns wird schon nichts passieren. So, und klar, das ist eigentlich ist der falsche Ansatz, sich hinzustellen und zu sagen, naja, bei Herrschaften, wenn wir schon angefangen haben, lasst uns das Ding doch rund machen, bevor was passiert, weil im Endeffekt, am Ende stellt sich nur jemand hin und sagt so, aber wie konnte das denn passieren? Ja, wieder CDU, na, wie konnte es denn passieren, dass wir bei der Europawahl so viel Stimmen verloren haben? Naja, weil ihr vielleicht ein bisschen Mist gebaut habt bei dem, was ihr machen wolltet, um das mal so im Allgemeinen O-Ton wiederzugeben, weil das, was ihr gemacht habt, vielleicht dem Wähler nicht gefällt. So, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Aber es kommt halt keiner auf die Idee, diese Frage sinnvoll zu beantworten, sondern dann wird halt die Frage wieder zu irgendwelchen anderen Themen übergeleitet. Man hat die eigentliche Frage vergessen und vor allen Dingen auch die Beantwortung. Und ich finde, bei Werder Bremen trifft das sehr gut zu, bei Sachsenhausen trifft das sehr gut zu, dass man sich halt sagt, naja, wir haben ja ein Sicherheitsunternehmen, wir haben ja eine Ausschreibung gemacht und wir haben so die Grundsätze reingeschrieben. Und da fehlt theoretisch jemand, der sagt, na Moment mal, aber das ist ja nur ein Anfang, lasst uns das Ding doch mal zu Ende führen. Selbst wenn die so jemanden haben, wird mit Sicherheit, da bin ich mir ziemlich sicher, die Antwort gewesen sein, naja, wir haben ja jetzt was gemacht und uns wird schon nichts passieren, weil bei uns kommt das nicht vor. Dass das ziemlich einfältig bei einer Gedenkstätte wie Sachsenhausen ist, was ja in meinen Augen einfach schon eine gewisse Brisanz hat, ziemlich doof ist in Anführungszeichen, das ist mir vollkommen klar und das ist auch ziemlich einfältig so zu denken, wenn man an so einem krassen Ort arbeitet oder für so eine Stiftung arbeitet. Aber im Endeffekt, es ist nun mal leider, zumindest in meinen Augen in Deutschland momentan die gängige Praxis zu sagen, na, ich habe hier was vorbereitet, ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass irgendwas Schlimmes bei uns passiert. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, naja, dann müssen wir halt nochmal ein bisschen nacharbeiten. So. Und klar, mit der Einstellung kommt man erstmal weit, spart man Geld, muss sich nicht um so viele Sachen Kopf machen. Ob das jetzt wirklich der richtige, vollständige Ansatz ist, ist wieder eine andere Frage. Und da gebe ich dir auch recht. Da müsste man eigentlich umdenken. Aber genau für diesen Grund machen wir den Podcast, damit die ganzen Leute, die uns jetzt zuhören, Was ja mitbekommen, Tausende sind, hoffentlich. Millionen. Millionen sind das, ja, damit halt Leute
vielleicht auch einfach mal sehen. Sicherheit, klar, schön und gut. Kann jeder irgendwo mitreden, aber es ist halt nicht damit getan, dass ich einen Wachmann habe, der Punkt 20 Uhr Feierabend macht, das Gebäude verschließt und geht. Also, wenn der sieht, dass irgendwo sich noch einer bewegt oder irgendwer ums Haus rumschleicht, ja, klar, Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter sagt klar aus, nach 8 oder 10 Stunden ist Feierabend und muss nach Hause gehen. Aber um diese Sicherheit vollständig zu umdenken, um an dem Beispiel zu bleiben, erwarte ich doch mindestens, dass der jemandem Bescheid gibt, dass der eventuell sogar das Gebäude nicht verlässt, einfach um vorzugeben, man hat eine dauerhafte Präsenz am Gebäude. Und erwarte ich dann aber auch von einer Leitstelle oder von einem Personalchef oder wem auch immer vom Unternehmen, dass er diesen Sicherheitsgedanken, der ja eigentlich vollumfänglich sein sollte und nicht 8 bis 20 Uhr, dass er den halt aufnimmt, sagt, ja, okay, Moment, also wenn da einer rumschleicht und mein Mitarbeiter mir das sagt, auf den ich mich verlassen kann, weil der super geschult ist und mein bester Mitarbeiter, so wie alle anderen 3000, die ich habe, da muss ich da ja was machen. So. Das kostet Geld. Gut, dann spätestens am Auftraggeber hapert es, dass er sagt, nee, dafür gebe ich jetzt aber kein Geld aus. Dann ist aber der Sicherheitsdienst an sich aus der Geschichte raus in meinen Augen. Aber erst dann kann ich als Sicherheitsdienst auch sagen, hey, ich habe wirklich für Sicherheit gesorgt, weil mehr als anbieten kann ich es nicht, aber ich muss meine Leute auch von irgendwas besorgen, nicht besorgen, sondern von irgendwas bezahlen. Und wenn mein Auftraggeber sagt, nee, ich nehme das Risiko in Kauf, bin ich ja als Dienstleister raus, aber ich habe alle meine Optionen gezogen, beziehungsweise habe halt alles Notwendige getan, um meinem Kunden oder meinem Auftraggeber möglichst das volle Bild, die 100, Anführungszeichen, die 100% Sicherheit zu geben, die ich ihm geben kann. Und ich glaube, daran hapert es halt einfach an sehr, sehr vielen Stellen. So, und das sieht man halt regelmäßig. Ob jetzt Sachsenhausen, Werder Bremen, Berliner Polizei oder weiß ich was. Das ist Ich habe halt. gerade festgestellt, wenn ich noch mal kurz zurückspringen darf, dass wir uns vorhin gerade 20 Minuten oder 25 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, komplett verrannt haben, beim Thema Burggraben vorm Reichstag. Denn die Eine super Idee. Neopresse, ja, ich hab gerade einen super Artikel parallel gefunden. Die Neopresse, wer auch immer dort hinter steht, mit welchen Weltuntergangsfantasien und sonstigen, titelt in ganz großen roten Lettern zu diesem Titel Grabenbau um den Reichstag. Hat man in Berlin nicht viel mehr Angst vor dem Volkszorn Gesamtdeutschlands, nachdem man bis 2025 den Nationalstaat Deutschland abgeschafft und den totalitären Superzentralstaat Vereinigte Staaten von Europa errichtet haben will? Und dann bla 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 bla, erinnert, also dieser Burggraben erinnert mehr an Hochsicherheitszonen der DDR, als sich das totalitäre Honecker-Regime und die SED-Regierung aus Angst vor dem Volkszorn in seinem Regierungsgebäude verschanzte. Da hast du die Antwort darauf, warum den Burggraben basteln. Also für Kein mich klang Spaß. das jetzt, also für mich klang das jetzt, muss ich jetzt ehrlich so zugeben, von dem, was sie geschrieben haben und von den Wörtern, die sie benutzt haben, klang das ziemlich rechtsgerichtet. So. Ja, klar. Aber du Also. hast, wenn du so ein Newsletter hier abonnierst, kann ich ja mal an dieser Stelle auch verraten. Ich arbeite ja viel mit Google Alerts, kriegst du halt auch diese. Aber das ist halt eben auch wieder für diese Thematik, ne? Diese sehr starken, großen, fetten, roten Lettern und dann das ist halt das, was auch, glaube ich, einfach auch wieder bei vielen Leuten, und ich finde es extrem schade, und es macht nichts, bei viel, viel mehr Menschen auch den Zahn der Zeit wieder trifft. Also wir beide sitzen davor, und ich hoffe, die Millionen, Milliarden, Trilliarden von Zuhörern unseres Podcastes sitzen auch davor und sagen und wundern sich, ja, sagen, das ist totaler Schwachsinn. Da ist nur einfach jemand zu blöd, ein vernünftiges Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen. Aber es gibt eben auch genug Menschen, die eben genau das denken, die im Bereich auch Lügenpresse skandieren und irgendwelche Verherrlichungen und irgendwelche, ohne sie hier zu nennen, Parteien und Vereine wählen und sich dort engagieren, und die sagen, ja, siehst du, Erika, ich hab's dir gesagt, ne, das ist wie damals. So. Die wollen sich nur verschanzen, und das so, ne? Also deshalb, ich habe, glaube ich, auch als Regierung und auch als Einrichtung wie ein Reichstag, wie ein Bundestag, aber auch die Pflicht irgendwo,
dort tatsächlich auch mal die Außenwirkung zu haben. Das haben wir ja vorhin ja auch gesagt, was hat das für eine Außenwirkung? Und ich weiß es nicht, ob ich die Spinne abholen muss oder nicht, aber ich muss eben zumindest damit rechnen, ja, letztendlich jedes andere kleine Unternehmen oder große mittelständische Unternehmen auch, dass jede Maßnahme, die ich habe, eben auch eine Wirkung impliziert und auch davon weggehen von diesem Gedanken zu sagen, okay, ich implementiere eine Sicherheitsmaßnahme und habe nur die Wirkung, dass mein Objekt besser geschützt ist, meine Assets besser geschützt sind, was auch immer. Aber dass es genug Spinner gibt auch, die das für sich hinnehmen und dann auch da rein interpretieren, was sie wollen, und dass möglicherweise daraus eine ganz andere, vielleicht größere Gefahr entsteht, was jetzt nicht heißt, dass ich mich deshalb nicht für eine Maßnahme entscheiden muss, um Gottes Willen, aber das heißt, ich muss mir wenigstens Verständnis dafür haben, dass das physikalische Gesetz Aktion gleich Reaktion auch bei Sicherheitsmaßnahmen trägt und auch die Wirkung hat. Ich hab jetzt mal hier die Neopresse aufgerufen und mir ist da sofort ein Artikel ins Auge gesprungen, den ich auf jeden Fall noch lesen muss, nämlich WW3, Europa bereits auf Kriegswirtschaft um. Also hier wird schon der Dritte Weltkrieg angekündigt. Und was ich noch interessanter finde und in meinen Augen nicht unbedingt für eine vernünftige Presse, als die sie sich ja darstellen möchte, ja, bezeichnend finde. Du kannst ja Autor werden. Also Ja, klar. wenn du hier Artikel schreiben möchtest, also wenn du deinen eigenen Blog führst, steht hier vor allen Dingen, dann brauchst du Artikel nicht zweimal zu posten, sondern das kannst du quasi direkt verlinken. Also Ja, das ist ich es. muss ja. Es ist ja auf der einen Seite gut, dass du das Meinungsfreiheit und das ist ja das, weil du vorhin Rezo angesprochen hast, was ja sofort von Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch gleich wieder versucht wurde, irgendwie Der Name ist toll. einzugrenzen, Meinungsfreiheit im Internet und warum dann damit müssen andere Regelungen und bla 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 bla. Da will ich ja gar nicht ran, aber man muss halt eben auch sagen, wenn ich das lese und das, was dieses Zitat, was ich jetzt vorgelesen habe, und ich habe dir den Artikel auch mal gerade zugeschickt, das ist halt extrem so, und da glaube ich halt einfach auch, dass das, wo es so deutlich rüberkommt, dass da ganz vieles auch drinsteht, wo du vielleicht nicht von denjenigen, die darauf reinfallen, 100% erreichst, vielleicht sogar nur 30 oder 40%, was sowieso schon schlimm genug ist. Aber wenn du dann noch andere Sachen, vielleicht sollten wir uns das mal aufschreiben auf unsere Liste für Themen, Informationskrieg oder Missinformation und das Breittreten und du dann auch als Unternehmen davon betroffen wirst, weil es da draußen einfach kaum noch Leute gibt, die sagen, okay, ich überprüfe mal einen Artikel und versuche mal zwei oder drei unabhängige Quellen voneinander finden und versuche dann auch noch eine Bewertung durchzunehmen. Das ist alles Arbeit, deshalb eigenen Scheiß posten und das einfach für die Wahrheit darstellen und das weitergeben. Das ist heutzutage viel einfacher und deshalb ist umso mehr eigentlich fordert, dass man anfängt zu denken und zu hinterfragen. Und es geht gar nicht darum, dass wir alle die gleiche Meinung haben und dass wir alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Aber ich glaube, wenn wir mehr hinterfragen, kommen wir zu besseren Ergebnissen, als wenn wir bestimmte Sachverhalte einfach als Tatsache hinnehmen. Ich sehe das ähnlich wie du. Also sich eine vernünftige Meinung bilden, eine eigene Meinung bilden, ist, denke ich, wichtig. Vor allen Dingen auch einfach mit verschiedenen Quellen. Ob jetzt die Neopresse dazu zählt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn es halt nur ist, um irgendwie einen Kontrast zu bekommen, man muss halt selber wissen, was für Informationen oder was für Kernaussagen man da sich selbst rauszieht. Was ich nur so erschreckend finde bei dem Link, den du mir gerade geschickt hast, hier über den Grabenbau um den Reichstag, wenn du mal oben rechts guckst, dann haben diesen Artikel, also ich interpretiere das jetzt mal so, weil es da nicht steht, dann haben diesen Artikel auf Facebook 21.500 Leute geteilt, gelesen, angeklickt, was auch immer. Das heißt, du hast 21.500 Menschen,
die potenziell dieses Ding hier glauben. So, das gleiche hast du dann nochmal für Twitter, da sind es fast 3000 und bei Google Plus sind es auch nochmal fast 20.000 Personen. Wir benutzen heutzutage noch Google Plus, aber anderes Thema. Keine Ahnung, ich glaube, das wird sogar abgeschafft, aber wie du sagst, anderes Thema. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das für jede Kategorie jeweils ein Mensch war, der nicht mit irgendwem verbandelt ist, hast du hier fast 43.000 Personen, die diesen Artikel gelesen haben und ihn potenziell glauben könnten, so wie er hier steht, ohne sich ein eigenes Bild zu machen. Fände ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Also ja, freie Meinungsäußerung, freie Presse und so weiter, alles cool. Finde ich auch sehr wichtig, finde ich auch sehr gut. Was ich halt, wie du schon sagst, ziemlich erschreckend finde, ist, dass halt sehr wenig Leute heutzutage drei Artikel lesen und dann für sich da das rausziehen, was in ihren Augen wichtig ist, sondern dass man halt heutzutage einen Artikel liest und dann sagt, bumm, und so passiert es in der Welt wirklich, ohne mal zu hinterfragen, naja, aber sieht man, also sehe ich es relativ häufig, weil ich persönlich lese viel Spiegel online, ne? Einfach weil ich das auf der App habe und wenn ich, weiß ich nicht, zum Mittagessen gehe oder sowas, dann kann ich da nochmal reingucken und krieg so einen Gesamtüberblick. Du hast zumindest beim Spiegel online, und ich denke, bei den anderen ist das nicht anders, hast du ganz häufig so eine Blockbuster- Überschriften. Überschriften, also So, Clickbait, ne? glaube ich, heißt das Neudeutsch. Genau, also quasi so eine Clickbait-Dinger, wo Fragen gestellt werden, du liest den Artikel und denkst dir danach, naja, ist ja ein interessanter Artikel und habe ich alles schon mal irgendwo gelesen, aber die Frage, die ihr stellt, wird gar nicht erklärt. Das findest du lustigerweise in den Kommentaren unter den entsprechenden Artikeln dann auch entsprechend häufig wieder, dass Leute dann einfach drunter schreiben, so, ist ja ein toller Artikel, aber beantwortet A die Frage nicht, teilweise ist es auch am Thema vorbei, oder Leute sagen, naja, ist ja schön, dass ihr das nochmal zusammengefasst habt, aber das habt ihr gestern schon gemacht. Wie wäre es denn, wenn ihr mit neuen Informationen kommt? Und also ich finde es schön, dass es Leute gibt, die solche Kommentare posten, aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit, die sowas heutzutage noch macht. Und viele lesen Artikel, sagen, jo, das ist 100% wahr und genau so ist es und danach müssen wir handeln. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Also wirklich sehr erschreckend. Vor allem, ich kann ja meinen ganzen Scheiß heute, das fiel mir bei diesem Artikel auch wieder auf, ich kann ja meinen ganzen Scheiß, meine ganze Meinung, die ich habe, einfach mit einem Fragezeichen versehen, dorthinter. Sind die Flüchtlinge schuld an diesem und jenem Fragezeichen? Und allein, ich muss diese Frage, das, was du sagst, ich muss auch die Frage gar nicht im Text beantworten, sondern allein dadurch, dass ich da diese Frage, diese reißerische Fragestellung habe und dahinter ein fettes Fragezeichen, kann ich einfach meinen teilweise auch populistischen Kack rausblasen, weil man darf ja noch mal fragen, ne? Und sowas. Also, und ich. Ja, vor allen Dingen, gerade in der heutigen Zeit mit der ganzen Digitalisierung und alles ist online und alles wird schneller, schnelllebiger etc., sehe ich halt das Problem in Anführungszeichen. Jeder kann jetzt quasi seine Meinung in Wort und Bild verteilen an einen x-beliebigen Personenkreis. Kommt natürlich immer darauf an, wer sich das reinzieht und so weiter. Aber im Endeffekt hast du einen wesentlich größeren Einflussradius als noch zu Zeiten, wo das Internet in den Kinderschuhen steckte oder noch einfach gar nicht vorhanden war. Das siehst du ja in vielen Bereichen. Also du kannst ja heute oder wenn du früher deine Meinung schreiben wolltest, ne? Also weiß ich nicht, jetzt mal als Beispiel, wenn du Widerstand gegen den Nationalsozialismus ja, aufbauen wolltest, dann konntest du ein Flugblatt drucken oder eine Zeitung schreiben oder, weiß ich nicht, Nachrichten verteilen, aber es war gar nicht so einfach, weil du hast die Leute nicht so schnell erreicht. Du musstest halt was drucken, du brauchtest die entsprechenden Mittel, du brauchtest das Papier, eine Druckmaschine, was auch immer. Ist natürlich jetzt ein sehr, sehr profaner Vergleich, aber heutzutage, weiß ich nicht, machst du dir irgendwo einen Blog auf, schreibst da drei Zeilen rein, dann hast du die ersten fünf Leute, die dir folgen, das verbreitet sich relativ schnell und du hast halt in meinen Augen oder auch YouTube. Du kannst ja heutzutage, hat nahezu jeder ein Google-Konto, hat damit also auch entsprechenden Zugang zu YouTube und kann einfach irgendwelche Videos hochladen. Und hast halt einfach mal eine Plattform, die sich dir geboten wird. Wenn das dann natürlich eine große Nachrichtenagentur aufgreift, weil sie sagt, hier, 100.000 Leute haben dieses Video geklickt, weil, keine Ahnung warum, weil es gerade populär oder sowas, generierst du damit ja nochmal eine neue Reichweite, weil plötzlich Leute, die Nachrichten gucken, vielleicht auch, sie sagen, ja, warte mal, das Video muss ich mir auch nochmal angucken. Insofern, es ist toll, dass wir solch eine Möglichkeit haben, dass quasi jeder die Möglichkeit hat, eine solche Reichweite zu generieren oder auch zu nutzen. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen aber auch ziemlich erschreckend,
weil es halt für viele bedeutet, naja, dann brauche ich mir halt keine Meinung mehr bilden, habe ich manchmal den Eindruck, sondern ich gucke mir das Video an, ich lese mir den Artikel durch und wenn die übereinstimmen, naja, dann muss das ja passen. Ne, dieses Hinterfragen, was wir gerade hatten, das fehlt halt sehr, sehr stark und das finde Vor allem, ich. ich suche mir auch nur die Artikel raus. Das ist ja auch einfacher, die meiner dann doch vorgefertigten Meinung passen. Na, vielleicht, weil ich einfach gar nicht andere Artikel so schnell finde oder weil ich mir dann schon sage, nee, also das passt mir nicht, das lese ich halt nicht. Auch wenn da vielleicht Argumente drin sind, die durchaus sinnvoll sind und vielleicht das, was ich bisher gelesen habe, so ein bisschen entkräften oder dem entgegenstehen, sodass ich mich damit halt vernünftig auseinandersetzen und vor allen Dingen auch befassen muss. Und das ist halt eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt rosig sehe, wenn ich ehrlich bin. Und das erlaubt halt auch einer Neopresse dann zu posten, dass wir bald einen dritten Weltkrieg haben, dass der neue Burggraben um den Reichstag quasi nur darauf abzielt, dass wir bald ein europäisches Großreich haben. Ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, muss ich dazu sagen, aber ne, also dass sich dann halt auch solche Meinungsbilder bekomme und mich mit denen auseinandersetzen muss. Ich meine, dass wir den Burggraben nicht gut finden, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ich denke, das ist klar. Auch Eben aus das. anderen Gründen. Genau, also in meinen Augen aus nachvollziehbaren Gründen, weil, wenn ich ehrlich bin, mich interessiert es nicht, ob die einen Graben ziehen, weil sie Angst davor haben, dass der Berliner Bürger auf die Idee kommen könnte, den Reichstag einzureißen, weil ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich denke zwar schon, dass die Gesellschaft an irgendwelchen Punkten immer unzufriedener wird, aber ich glaube, wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass wir den ersten Bürgerkrieg oder den ersten neuen Bürgerkrieg in Deutschland haben oder in Berlin haben. Nur ich finde unsere Argumente wesentlich schlüssiger und nachvollziehbarer als ein, wir sollten uns vor dem Volkszorn retten und keine Ahnung was. Weil ich halt sage, naja, klar, wir können 10 Meter Graben ziehen, aber wozu? Ne? Das ist eine Frage, die sich in meinen Augen wesentlich, also viel eher stellt und die Beantwortung dieser Frage oder die Argumente, die dann auf diese Frage folgen, machen in meinen Augen einfach viel mehr Sinn, als ja, um uns vor dem Volkszorn zu schützen. Weil ich glaube, also manchmal ist mein persönlicher Eindruck, dass die Politik sich nicht sonderlich dafür interessiert, was das Gros an Wähler von ihm verlangt oder von ihnen hält. Weil solange sie ihr Geld kriegen, ihre Diäten, sind sie zufrieden mit dem, was passiert, solange nicht irgendjemand auf die Barrikaden geht, so nach dem Motto. Von daher. Ja, es ist halt schwierig mit diesem Internet. Aber das ist ja, um das mal wieder so schön zu pauschalisieren und noch mit aufzunehmen, das Internet ist ja für Früher uns war alle alles besser, Neuland. als wir noch kein Internet Nee, hatten. ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, für uns ist Internet ja alle noch Neuland, ne? So. Das auch, ja. Das auch. Aber ich meine, gut, Also, mit den Ausbauproblemen, die wir hier in Deutschland haben, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das noch lange Neuland bleibt. Aber wie auch das viele ist. MS-DOS-Kurse wir im Vorfeld belegt haben, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Ja, eben. Also es ist ja, ne, im Endeffekt, wir bedienen uns ja der gleichen Sache, wie ich es gerade angesprochen habe. Wir generieren uns jetzt eine Reichweite mit einem Medium, das früher so in der Form nicht so richtig denkbar war oder nicht so einfach war. Ne? Also früher hätten wir ein Radio aufmachen müssen. Ob uns jemand gehört hätte, wäre die nächste Frage gewesen, ob wir überhaupt eine vernünftige Frequenz gefunden hätten. Und Flugblätter verteilen, Flugblätter dass man die verteilen, ganz Frequenz richtig. findet, auf der wir Richtig. senden. Hätten wir da mit einem Flugzeug gemacht, mit einem Rosinenbomber. Das ist ja, also wir machen es ja auch. Ja, Wir dürfen ja. uns da, wir Aber ich dürfen hoffe uns. zum Guten. Zum Klar, Guten also. und. Aber das ist ja wieder die Frage, die man sich eigentlich, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, die man sich stellen muss. Also ist das grundsätzlich nicht die Denkweise von allen? Ich mache jetzt einen Podcast, ich mache jetzt eine Neopresse, ich mache jetzt, weiß ich, einen Blog, wie du es von den Amerikanern da kennst, hier dem ehemaligen Berater von Trump, der ja auch diese eine Nachrichtenagentur oder dieses eine Blatt hat, ist die Intention von allen Leuten nicht grundsätzlich, ich mache es ja aus guten Gründen oder zum besseren Wohl, um das mal mit einem Harry Potter Zitat gleich zu versehen. Also hat nicht jeder grundsätzlich einen positiven Hintergedanken und erst dann, wenn man das halt gemacht hat, sieht man, ob das wirklich so positiv funktioniert, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise ob das so positiv verstanden wird, ob das wirklich so positiv ist. Das ist ja, ne, im Endeffekt, irgendwer muss es ja bewerten. Das ist ja wie mit der, also in meinen Augen, wie mit der AfD. Ist erst eine Volks-,
also in Anführungszeichen, hat sich vorgestellt als Volkspartei, bis dann irgendwer sich aufgrund der Inhalte dazu geäußert hat und gesagt hat, nee, das ist halt nicht, das hat nichts mit dem Volk zu tun, sondern das ist halt eine rechte Partei, was ja die AfD nach wie vor abstreitet. Also, ne, wir sagten uns nicht, die haben sich zusammengeschlossen, weil sie sagen, wir waren mit der Politik nicht zufrieden, wir wollten es besser machen oder wir wollen es besser machen. Ob jetzt dieses besser machen, was die als besser machen verstehen, so in der Gesellschaft aber wirklich das besser machen ist, ist ja wieder eine andere Frage. Das trifft auf uns ja eigentlich auch zu. Also wenn wir jetzt da draußen von unseren Trilliarden Zuschauern, weiß ich nicht, 1 Million haben, die sagen, naja, ist eine schöne Idee gewesen, aber eigentlich ist das. Totaler Bullshit. Naja, oder gehe Drei halt harter ran und Stunden sagt, das Lebenszeit geraubt. genau, 3 Stunden Lebenszeit geraubt oder weiß ich nicht, ist vielleicht sogar Volksverhetzung, was wir hier betreiben, oder Panikmache in der Bevölkerung. Ja, also dann haben wir immer noch einen guten, also haben wir immer noch einen positiven Grund, warum wir das machen wollen, aber im Endeffekt ist es gar nicht der Fall. Also, Volksverhetzung begangen. Ja, aber mit positiver Auswirkung. ja, naja, Hört uns wenigstens zum Einschlafen ein, wenn wir. die Frage ist ja, wenn es irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass halt einer sagt, was macht ihr da eigentlich? Also wisst ihr eigentlich, was ihr da anstellt? Was ist denn deine Antwort darauf? Dann sagst du, naja, ich hatte halt, also ich hatte eine positive Intention. Ich wollte halt die Menschen in Anführungszeichen halt irgendwo aufklären im Thema Sicherheit. Dass du aber vielleicht genau den Umkehrschluss begehst, nämlich dass du die Menschen alle total kirre machst oder vielleicht total panisch machst, weil wir einfach mal sagen, passt auf, Leute, so funktioniert das nicht, wie sich die Regierung das vorstellt. Kann dir ja passieren. Ne? Also. Ich finde, das ist eine gute Überleitung. Also schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns bei YouTube, wo auch immer wir das hochladen. Das zeigen wir, veröffentlichen wir alles. Stellt uns nicht die Frage, was soll das, sondern gibt uns einen Daumen hoch dafür, was wir hier machen und abonniert uns. Und nein, also gerne euer Feedback, eure Fragen, eure Themen, die euch beschäftigen, eure Meinung. Die wollen wir tatsächlich auch aufgreifen und dann in der jeweils darauffolgenden Podcast-Folge auch tatsächlich mit einfließen lassen. Genau. Ich gucke mal auf die Zeit und auf mein Pulsmesser, der mir sagt, ich bin schon weit über dem, was gesund ist. Hast du noch irgendwelche Themen, die du unbedingt Das ist schlecht, wenn ansprechen du einen willst? Podcast machst, der dich derart aufregt. Nee, ich habe heute tatsächlich, weil es die erste Folge, der Beginn der ganzen Reise ist, tatsächlich keine Themen mitgebracht. Ich denke mal, das hat dann auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Man muss dazu auch sagen, wir haben jetzt, es standen eigentlich noch drei oder vier Themen auf unserer Liste, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Da müssen wir mal Ja, gucken, ob wir das das nächste die Mal haken wir machen. das nächste Mal im Schnelldurchlauf ab. Ist doch gar kein Problem, wir sind flexibel. Was man vielleicht noch kurz mit einbringen kann, wir machen das hier nebenher, wir machen das auch amateurhaft, das muss man vielleicht einfach mal dazu sagen, damit jetzt hier nicht irgendjemand erwartet, dass er einen Podcast kriegt wie von, weiß ich nicht, vom WDR oder hast du nicht gesehen, sondern wir machen das mit, in Anführungszeichen, einfachster Aus Technik. Lust und Freude. Genau, aus Lust, Freude, aus Spaß und wir stehen halt noch am Anfang der technischen Möglichkeiten, weil wir uns da auch nicht 100% auskennen. Insofern vergebt uns, wenn das eine oder andere vielleicht nicht so 100% funktioniert, wenn der Ton vielleicht nicht der allerbeste ist, dass ihr den auf eurer DTS-Anlage hören könnt, ohne dass ihr Ohrenschmerzen bekommt. Entschuldigt das bitte, sofern ihr da Ideen habt, wie man das noch verbessern kann, schreibt uns auch das gerne. Dann nehmen wir das mit auf und versuchen uns auch dahingehend natürlich zu verbessern. Also das ist ja, denke ich, steht außer Frage, aber man sollte es zumindest mal erwähnt haben. Vor allem schreibt uns, wer das gehört hat, bevor er abgeschaltet oder eingeschlafen hat, weil das hätten wir vielleicht zu Anfang stellen sollen, nicht zum Ende. Aber wer so weit gekommen ist, wird nächste Woche namentlich benannt, wenn er das möchte. Nee, in 2 Wochen, Entschuldigung, das ist in 2 Wochen. Wir haben gesagt, wir wollen 2 pro Monat machen, also alle 2 Wochen. Und hoffen, dass Einfach wir das das. hinkriegen. Genau, für den Anfang. Wir planen ganz intensiv und unsere Terminpläne sind extrem voll. Und ja, wenn wir dann irgendwann bei Spotify sind und Verträge haben, dann müssen wir tatsächlich auch wöchentlich oder zweiwöchentlich abliefern. Aber ich glaube, es passiert so unglaublich viel in dieser Welt, nicht mehr in dieser Welt, wir müssen ja nur nach Deutschland gucken, dass wir da jetzt auch schon tatsächlich mehr, und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, wir hatten eigentlich angesetzt, dass wir maximal 60 Minuten
euch zuquatschen. Da sind wir weit drüber. Raphael hat die Uhr ungefähr im Auge. Ja, wir sind Wie jetzt so weit bei sind wir zwei. ungefähr? Ja, wir müssen jetzt so bei knapp 2 Stunden sein. Also von daher bleibt mir nichts anderes zu sagen. In 2 Wochen, ich gucke mal in den Kalender, das ist dann, nehmen wir am 4. August, da sind wir schon im August, würden wir vermutlich aufnehmen und dann kurz danach das auch veröffentlichen. Von daher Kommentare, Vorschläge, Feedback zur ersten Folge immer gerne. Und ansonsten bleibt mir zumindestens nicht, und dann übergebe ich an Raphael, dazu mehr zu sagen als vielen Dank, dass ihr so weit gekommen seid und uns zugehört habt. Und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Genau, dann verabschiede ich mich auch. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich am 4. August. Oder ihr hört uns am 4. August wieder. Und dann, ja, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ciao.